Und insofern begrüße ich Sie auf jeden Fall heute nochmals. Jetzt kommen wir immer mehr zum Ziel der 8:45er Zeit. Wir haben jetzt schon eine gute Minute hinter uns und die Teilnehmer strömen noch weiter rein. Das ist auch gut so. Ich sage erstmal danke fürs Erscheinen und zur heutigen Session möchte ich Sie begrüßen. Wir machen in etwa 2 Stunden jetzt am Vormittag und 2 Stunden am Nachmittag, obgleich natürlich viel gelaufen ist in Sachen japanischer Indikationen. Der ein oder andere wird schon mit dem Blick auf die Kurstafeln festgestellt haben, die Bekanntgabe der geldpolitischen Entscheidungen in der Nacht und insbesondere dann auch hier die Meldungen am Morgen bzw. die Reaktion darauf waren extrem dahingehend, dass hier der Yen starke Bewegungen erfuhr. Und US-Dollar hier sehr stark im Rückschritt, britisch Fundient im Rückschritt. Schauen wir uns das am besten mal hier in einer kleinen Beschau an und dann wollen wir mal sehen, was wir da heute machen können. Ich darf ja auch heute noch einen Gast begrüßen. Dazu komme ich dann gleich. So, hier haben wir erstmal den Bildschirm. Wir werden uns dann auch noch das ein oder andere Währungspaar im Detail anschauen. Hier aber auf der rechten unteren Seite zu sehen, was hier Tacheles ist. Wir sehen hier die Yen-Pairs alle abgeschlagen. Warum? Weil der Yen aufgewertet hat in der Nacht, beziehungsweise aufgrund eben der nicht erfolgten Maßnahmen seitens der japanischen Notenbank. Hier hat man sich ja mehr erhofft, mehr Liquiditätsschübe, weitere Aufkaufprogramme, noch viel, viel mehr in Sachen Stützung, Einflussnahme der Bank of Japan. Es wurde aber hier nichts verändert und das war die Enttäuschung. Einerseits aber eben gut für den Yen, also insofern, dass hier natürlich der Yen sozusagen nicht weiter verwässert wird, wobei das mittelfristig wohl kaum zu vermeiden ist, aber die Reaktion recht eindeutig, insbesondere US-Dollar-Yen hier als Big Pair. Und das sehen wir jetzt hier. Es ging in der Früh los und das setzte sich jetzt hier bis zum augenblicklichen Zeitpunkt weiter fort. Sehr interessant, dass wir jetzt hier auf eine Unterstützung beim US-Dollar gegenüber japanischen Yen ranlaufen. Allerdings, wir sehen es auch an der Tafel hier, -3%, 380 Pips, das ist exorbitant viel. Und indirekt schon eine Situation, die natürlich jetzt für das Intraday-Trading ein Stück weit ungünstig ist, weil eben die Bewegungsabläufe, die Bewegungsrange, und das werden wir uns jetzt im Laufe der nächsten Minuten genauer angucken, natürlich schon abgearbeitet sind. Das heißt, rein von den potenziellen Bewegungsmoves, und das sehen wir auch hier zum Beispiel an den Pivot Points und den Resistant Levels, den entsprechend projizierten nach oben Resistant, nach unten Supports, die sind ja mehr als deutlich bis zum Dreifachen durchbrochen wurden. Und das heißt natürlich, dass hier schon enorme Kapitalschübe stattgefunden haben. Und jetzt gibt es eben nur die kritische Frage, geht das jetzt noch weiter oder nicht? Also 380 Pips beim US-Dollar gegenüber japanischen Yen, das ist eine Hausnummer. Beim britischen Pfund Yen sind wir sogar bei 491 Pips. Dafür brauchen die Währungspaare so manchmal ganze Tage beziehungsweise vielmehr eine ganze Woche, um so eine Bewegung zu absolvieren. Und das ist natürlich eine Situation, die hier sehr, sehr tricky daherkommt, gerade für den Intraday-Bereich. Und das werden wir uns hier natürlich auch speziell im weiteren Tagesverlauf genauer anschauen. Aber freue mich auf jeden Fall, dass wir heute auch noch einen Gast haben. Und zwar hier eine Rainbow-Traderin, weil ich auch die Frage gerade im Chat lese in Sachen Rainbow-Trading. Natürlich werden wir uns heute damit auch auseinandersetzen, uns das ein Stück weit anschauen, ob es da hier Möglichkeiten gibt, wie die Rainbows aufgefächert sind, wo eben auch Chancen liegen. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Schöner wäre es natürlich, wenn wir neben den Yen-Pairs, die jetzt hier außen vor sind, diese natürlich noch inkludieren könnten. Aber wir haben hier auf der Seite des US-Dollar-Bereichs auf jeden Fall noch Möglichkeiten, um heute hier was Interessantes zu finden. Möglichkeiten eines eventuellen Einstiegs. Aber es soll auch vielmehr dazu darum gehen, dass eben hier mein heutiger Gast, dass hier auch ein Stück weit Einblick in die tägliche Vorgehensweise getroffen wird. Und Martha kann an dieser Stelle auch ruhig im Chat, wenn sie was Interessantes hat, ruhig mal eine Meldung machen. Ansonsten ist es auch so, dass ich ihr den Bildschirm dann auch mal rübergebe und wir uns natürlich mal ihren Desk anschauen, ihre Vorgehensweise und einfach mal hören, was sie denn so zu erzählen hat. Mal ein kurzer Soundcheck. Martha, hast du das Mikrofon schon an? Was? Jawohl, ich kann dich hören und kurz mal das Feedback aus der Reihe, ob sie die
da mal auch hören können. Warten wir mal kurz. Bei dir alles sonst klar? Ja, ich habe nur arbeiten müssen heute Nacht, daher bin ich nicht so fit. Von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Bin super froh, heute dabei sein zu dürfen und mal schauen, was wir heute mal schnippeln können. Sehr gut, sehr gut. Also wie gesagt, es ist so, wie es zukünftig auch etwas häufiger sein wird, um nicht zu sagen regelmäßig. Wir werden ja also praktisch immer im Duo auftreten. Das heißt, ich werde in der Regel sozusagen die ganze Einleitung vollziehen und dann werden wir zum Beispiel auch die Martha in Sachen Rainbow am Start haben und anderer Finessen, dann aber auch noch andere Trader jeden Monat einladen, die dann hier sozusagen ein Stück weit uns Einblicke generieren in ihr tägliches Tun. Und das ist natürlich eine interessante Vorgehensweise und ich denke, das ist auch das, was wir hier in Sachen Mehrwert liefern können. Martha sagte schon in Sachen Schnippeln, das heißt, wir werden mal sehen, ob wir da heute kurzfristig hier und da was finden können. Wie gesagt, der Yen hat hier schon enorm vorgelegt. Das ist natürlich das, was wir gestern eigentlich nicht sehen wollten, richtig? Ja, es ist, war unerwartet. Die Japaner haben mal wieder, also was heißt mal wieder, haben enttäuscht und da hat man schon heute gesehen, der US-Dollar japanischer Yen 380 Pips gelaufen. Das Beste, was man in so einem Fall machen kann von solchen Events, sich am besten vom Markt fernhalten, ja, weil wenn man da kein Stop-Loss von 500 Pips drin hat, dann hat man verloren, ja. Ganz genau, ganz genau. Das ist eh das, was man hier gleich an dieser Stelle vielleicht am Anfang einwerfen kann. Also wenn Sie nicht mit irgendwelchen Algorithmen oder so zu den News am Start sind, ist es so, dass tatsächlich die Advanced Trader oder auch professionellen Trader sich vor den News in der Regel auch von Trades verabschieden, um hier nicht den Münzwurfprinzip ausgesetzt zu sein. Das heißt, in der Regel wird, je nachdem, welches Timeframe Sie halt verfolgen, auf Tagesbasis ist das natürlich relativ, aber im Intraday-Bereich ist es schon so, dass man eine Viertelstunde vorher, spätestens 5 Minuten vorher in der Regel die Position auch schließt, um dann auch 15 bis 20 Minuten später sich dann auch erst wieder dem Währungsportemarkt zu widmen, wenn sich der Staub der News gelegt hat. Und in der Nacht, wie gesagt, hier dieser Crash ausverkauft, das ist natürlich eine Situation, wo man sagen kann, klar, wenn man da auf der richtigen Seite steht, ist das wunderbar, aber das ist dann doch schon eine Art Münzwurf, denn es hätte auch natürlich ganz anders kommen können in Sachen Statements der japanischen Notenbank und Maßnahmen. Dann hätte die Kerze in die andere Richtung gehen können oder vielmehr hätte sich wahrscheinlich in die andere Richtung entwickelt. Gut, also wie gesagt, heute geht es mal um den Rainbow und bevor ich den Test dann vielleicht gleich mal an Martha rübergebe, ganz kurz mal kurz zu mir, wie wir das oder wie ich das immer handhabe im Prinzip. Kennen Sie das vielleicht schon? Hier die sozusagen Overview-Beschau der Rainbows. Meinerseits, das hatte ich auch im Rainbow-Seminar mal gezeigt, dass ich hier je nachdem vom H1 bis zum M15 dann hier meine Top 15 sozusagen scanne. In Sachen Rainbow-Struktur sieht dann jetzt im ersten Moment ein bisschen verwirrt vielleicht aus oder verwirrend, aber dann wird das sozusagen hier in eine kleine Excel-Tabelle gepresst, um sozusagen hier dann einfach mal die Tendenzen sozusagen mit einem Blick zu erfassen und auch darauf oder darauf hingehend dann auch hier den Forex Pool, den ich auch immer noch als zusätzliches statistisches Tool nutze, zeige ich Ihnen auch gleich, das wird der ein oder andere Zuschauer sicherlich auch schon gut kennen, da ich das ja immer wieder mal vorführe, das ist praktisch ein statistisches Pattern-Tool, was heute zum Beispiel auch schon Euro-Yen und Schweizer Franken-Yen sehr bärisch sah, Britisch-Pfund-Yen rein statistisch, aber bullisch. Das ist halt was, was ich dann auch immer mit ins Kalkül ziehe, um einfach mal so eine Tages-Intraday-Tendenz zu erfassen. Wie gesagt, bei den Yen-Pairs kann man sich da heute verabschieden von den Tendenzen, aber das wird, wie gesagt, von mir in den Sheet, in dem Excel-Sheet hier gesammelt. Ja, und zudem mache ich dann auch immer noch so eine Währungsstärke-Währungsschwäche-Vergleich. Und da ist mir natürlich aufgefallen, neben dem Yen, der heute hier natürlich extrem unterwegs ist, extrem stark unterwegs ist, dass auch der Neuseeland-Dollar sich relativ stark zeigt. Ja, und hier natürlich auf der Unterseite auch der US-Dollar schwach daherkommt. Und das sind praktisch hier zwei Währungspaare, die mir neben dem Rainbow und neben der Fuzzy-Vektor-Logik hier ins Auge stechen, die ich mir praktisch heute mal ein Stück weit genauer anschaue, um gegebenenfalls hier einen Einstieg zu finden. Das, wie gesagt, mache ich im Prinzip immer so im Stundentakt, so ein Update. Hier noch die Hot Times, das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt 9 Uhr noch News aus Spanien, die natürlich immer sehr gut hier bei Guidance oder auch Gutmaut oder wo auch immer Sie gucken, gibt ja mehrere Flächen, Plattformen, hier was reinkommt. Aber ich denke,
Spannend wird es eigentlich erst hier in Deutschland technisch die Arbeitslosenquoten und dann kommt es 11 Uhr aus der EU ganz dick und dann ist eigentlich auch schon Ruhe. Ja, heute hier bis 10:30, 10:45 Uhr angesetzt. Wir müssen mal sehen, was wir da jetzt machen können. In 4 Minuten geht das Opening los in Europa, da dürfen wir mal sehen, was passiert. Martha, soll ich dir den Bildschirm mal rübergeben? Willst du mal gucken, was bei dir so abläuft? Ja, kannst du mal kurz machen, aber ich denke mir, um 9 Uhr sollte man schon mal auf den Markt schauen. Klar. Vielleicht sage ich mal nur kurz, wie mein... So, jetzt den Bildschirm rübergegeben. Jetzt mal kurz... Ah, jetzt habe ich... Ja. Genau, dann mal Feedback geben, ob Sie auch den Bildschirm sehen können dahingehend. Guck an, da ist schon was. Ja, super. Da ist... ich habe ja 4 Monitore mittlerweile. Pro Monitor habe ich mir jeweils ein MT4 installiert, wo ich die... von mir meistens gehandelten PS drauf habe. Das sind Yen-Paare habe ich hier. Dann habe ich hier die Major PS und natürlich den Stream vom Chris, wo ich ja immer online bin. Und wenn ich was Interessantes gemacht habe, dann versuche ich das ja auch zeitnah zu posten. Und seit kurzem versuche ich mich auch in Nebenpaaren, aber das ist eher so nebenbei, weil den Markt überblicke ich noch nicht so ganz und mal schauen, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Ja, was ich heute gesehen habe, zwischen 8 und 9 war ja ziemlich viel Bewegung drin. Jetzt sind wir ja schon eigentlich mit Major Pace auch schon mal am Limit. Hoffe ich eigentlich nur noch auf eine kleine Korrektur, dass man vielleicht doch nochmal sich in Richtung Trend mal einkaufen könnte. Hier US-Dollar Cuts sieht ja auch ganz nett aus. Euro heute eher mit Schwäche gegenüber dem Dollar. Aber mal schauen, was sich jetzt noch um 9 tut, ja. Und ich habe hier auch einen Neuseeland-Dollar. Jetzt hole ich mir mal hier meinen anderen MT4. So. Ich habe ehrlich gesagt mir heute die PS mit australischen Dollar auch angeguckt, weil durch die Bewegung gestern hat sich der Rainbow jetzt wieder im negativen Bereich bewegt, aber durch die Dollarschwäche natürlich heute wertet auch der australische Dollar auf und erstmal mache ich da nicht vielleicht mal im australischen Dollar Neuseeland-Dollar. Da sieht es eigentlich ganz nett aus. Was sagst du, Chris? Das ist korrekt. Ich, auch interessant und gut. Den US-Dollar-Cut hatte ich auch bei mir im Excel-Sheet rainbow-technisch immer H1, M15 hervorragend aufgefächert. Und das ist natürlich auch was, wo man dann im M5 oder zumindest eben im Intraday-Bereich direkt hier schön zuschlagen kann. Also US-Dollar-Cut halte ich für heute auch für einen interessanten Wert, obgleich ich den hier nicht bei der Stärke-Schwäche mit drin habe. Da ist eben, wie gesagt, der Cut noch ein Stück weit zu neutral. Deswegen habe ich ihn da noch nicht aufgeführt. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, US-Dollar-Cut ist auch einer, den man unter Rainbow-Gesichtspunkten auf jeden Fall auf dem Schirm haben muss. Ja gut, dann würde ich sagen, Chris, übernimm du mal wieder, wenn ich irgendwas machen soll, dann können wir ja wieder rüber switchen. Du bist da genau. Der erfahrene Trader. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn ich was sehe, dann melde ich mich schon. Genau, einfach mal sagen, hier, da haben wir jetzt was Spannendes. Ja, genau. Das sieht gut aus, das können wir uns dann mal anschauen, was da direkt passiert. So, und jetzt haben wir es auch 9 Uhr, jetzt kommen die News von Spanien rein. Jetzt werde ich mal kurz auch den Bildschirm nochmal switchen. So. Kleinen Augenblick. So, da sind wir wieder per Switch. So, und dann schauen wir uns mal an, was sich da so tut. Zur Währungsstärke vielleicht noch, zeige ich Ihnen mal hier das Tool, mit dem ich auch arbeite. Sieht dann mal konkret gesehen so aus. Und, das habe ich auch bald. Also die linke Seite, das hat vielleicht die Martha auch schon mal dargestellt, sie nutzt ein ähnliches Tool, das ist der Nitro, das ist hier ein Sammelsorium aus Indikatoren. Das heißt, hier fließen knapp 150 bekannte Oszillatoren und Indikatoren ein, die hier in einer prozentualen
Berechnungen je nach Timeframe bewertet werden. Das sitzt hier im 15. Und man sieht hier, dass eigentlich die Tendenzgebung dahingehend, dass man hier überkaufte, überverkaufte oder extrem bullische oder bärische Zustände sieht. Alles über 50 grün ist bullisch. Ja, also alles unter 50 grün und bis 50 rot ist neutral und ab 50 rot bis 100% ist dann wieder extrem bärisch. Und wir sehen hier bei den Yen-Pairs hier oben, da sind wir natürlich deutlich im bärischen Bereich. Hier Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken mit 97 bullisch, das sieht auch interessant aus. Und das ist sozusagen eine Indikation, wo ich hier einerseits eben hier die Währungspaare, jetzt haben wir hier ja auch 28 am Start, inklusive hier Gold und Silber auf der Südseite, weil für mich Gold, wie gesagt, ja auch als älteste Währung bekannt, immer wieder interessant. Aber hier der zweckdienliche Ansatz, dass ich mir relativ schnell eben anschauen kann, welche Paare, und hier sehen Sie auch US-Dollar-Cut im M15, 95%, extrem bärisch. Da stellt sich immer die Gretchenfrage, lohnt es sich hier noch aufzuspringen oder nicht? Das, wie gesagt, schauen wir uns jetzt mal hier nochmal direkt in diesem Chartfenster an. Hole ich mir den Cut direkt nochmal auf den großen Schirm. Wie wir es ja hier jetzt sehen, das ist jetzt gerade der H1. Der Stundenchart im Rainbow. Sie sehen hier die sehr, sehr schön sauber aufgefächerte Struktur. Das wandeln wir jetzt mal hier mit ein paar statistischen Daten auf. Und da sehen wir hier den Rainbow im H1. Ja, klar bärisch, wunderschön. Hier im 15 sieht nicht schlechter aus. Und jetzt hier zum generellen Vorgehen. Wir haben gestern hier die Cut-Daten gesehen. Da gab es einen sehr, sehr bullischen Move nach oben. Hat sich dann aber wieder relativ schnell nach unten entwickelt. Also besser gesagt, hier waren die Cut-News. Dann war hier die Fed-Geschichte. US-Notenbank, zack, da gab es nochmal einen richtigen Move und dann hat sich das Ganze wieder relativiert und hier haben wir die Asia-Session. Auch für alle die, die hier im Rainbow-Ansatz unterwegs sind, die haben sie ja auch bekommen. Als Template ganz wichtig, man sieht eben hier und man kann auch hier, wenn ich mal auf das Template gehe, sozusagen die European Session oder auch die US-Session sozusagen einzeichnen in Form dessen, dass man hier die Zeiten entsprechend definiert, ja, wie man sie denn haben wollte, kann das also entsprechend verändern, die Box und auch seinem Surfer anpassen, aber grundsätzlich hier die Situation, dass man eben hier sieht, was ist im Asia-Handel, in der Asia-Session gelaufen und dann, was macht Europa? Man sieht hier sehr schön, als dann die European Session sozusagen die europäischen Händler, die Londoner Händler, jetzt kommen sie dazu, in den Markt gekommen sind, hat sich hier die Rainbow-Struktur oder gemäß der Rainbow-Struktur der Preis weiter nach unten entwickelt. Und wir haben hier, und das ist ganz interessant, eben noch Spielraum im Zuge dessen, dass wir hier eine durchschnittliche Range auch sehen. Einerseits hier unten in diesem Block, andererseits auch hier direkt im Chart drin, das uns praktisch zeigt, wie viel Potenzial das Währungspaar selber im Durchschnitt am Tag an Bewegungsdynamik aufzuweisen hat. Ja, das ist eine ganz wichtige Information. Natürlich gibt es Overrange-Tage, die extrem profitabel sind, zum Beispiel bei den Yen-Pairs. Also die können auch gerne mal das Zwei- oder wie heute Nacht innerhalb kurzer Zeit das Dreifache ihrer eigentlichen Range absolvieren. Aber grundsätzlich im statistischen Mittel 80% bewegt sich der Preis eben doch hier innerhalb dieser Range. Hier die 14-Tages-Range oder hier unten aufgestreut nach 1, 5, 10 oder 20 Tage. Und im groben Mittel kann man sagen, wir sind hier zwischen 10, 110 und 120 Pips unterwegs pro Tag. Und wir sind wir hier sozusagen gerade mittig unterwegs. Wir sehen es hier. Wenn es weiter nach unten geht, haben wir das als Ziel 1,2481 und nach oben 1,2650. Ja, das sind sozusagen mal die Limits hier. Und wir sehen auch hier die Range aktuell 74 Pips absolviert vom Opening. Wie weit sind wir weg? Wie weit vom Hoch? Wie weit vom Tief? Das heißt, viele Informationen, aber wir wollen es gar nicht so kompliziert gestalten. Wichtig ist, Sie sehen, wir haben eine negative Struktur. Wir sehen, wir haben noch Potenzial und wir sind unter dem Pivot Point. Das passt alles in das Kontext und grundsätzlich hier von der Kerzenstruktur. Martha hat auch die MACD-Candles mittlerweile genommen. Ich glaube, auch der Michael heute hier aus Österreich ist auch zugegen, der hier praktisch die MACD-Candles oder den Hinweis hier auf die MACDs gab, weil ich zuvor auch immer die Heike Nashi-Kerzen benutzt habe, die auch genauso zweckmäßig sind, aber die MACD-Candles sind hier noch ein Stück weit justierbarer und haben eben hier auch den Charme, sozusagen auch eine Trendbewegung nochmal in vier verschiedenen Variationen zu zeigen. Was ist das konkret? Das heißt einfach hier, je röter, desto bärischer. Das Hellrot ist leicht bärisch. Sie sehen es, das Khaki ist leicht bullisch und das Weiße ist dann entsprechend richtig bullisch.
Strongbow sozusagen. Und hier kann man dann im Prinzip anhand der Candlestick-Farbe allein schon aussehen oder absehen, wie so die Tendenzen sind. Und jetzt wäre es natürlich schön, das ist das, was Martha auch sagte, wenn jetzt hier der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar beispielsweise eine Erholung fährt, idealerweise hier in Richtung Vortagestief Asia-Range, also hier in diesem Bereich 1,2577, also es bilden sich hier weiße Kerzen und dann kommt es hier zu einer möglichen Umkehr. Ja, das wäre dann sozusagen trendfolgend ein idealer Einstiegszeitpunkt, möglich natürlich auch, technisch gesehen, wenn der Preis hier ein neues Tief macht, ein neues Tagestief, hätte man hier auch noch Spielraum in Richtung der Average True Range, also hier knapp 50 Pips. Das ist ein schöner Spielraum. Da muss man eben sehen, dass man hier vom Chance-Risiko-Verhältnis den Stopp natürlich nicht hier oben setzt. Ja, also wenn ich 50 Pips Profit habe, dann kann ich den Stopp nicht bei 124 setzen. Gibt viele Teilnehmer, die das so machen. Hier genau unter dem oder vor dem Hintergrund, dass wenn der Preis eben hier Spielraum bekommt, ja, nach oben, dass er dann irgendwann nach unten sicherlich abgefischt wird. Das funktioniert eine Zeit lang sicherlich gut, aber wenn es dann mal dazu kommt, dass man eben hier die Stops zu weit wegsetzt, um eben hier immer kleine Profite zu schneiden, dann kann es durchaus auch mal in der Summe eine Zeit lang dann auch gegen einlaufen und dann wird man sehen, dass das System nicht funktioniert. Das heißt, man muss immer darauf aus sein, möglichst wenig zu verlieren, wenn es passiert. Das gehört dazu zum Geschäft, das ist kein Beinbruch, aber natürlich im Gegensatz auch ein Stück weit was zu gewinnen, gewinnen zu können. Und jetzt mal hier zum US-Dollar-Cut, das ist jetzt noch nicht seine Hauptsession, aber wir sehen, dass er genau das tut, sich hier ein Stück weit erholen. Ja, wenn der US-Dollar-Cut steigt, dann schauen wir mal gleich mal auf den Euro-US-Dollar, auch in der Rainbow-Struktur. Gehe ich aber auch gleich mal auf den M15 ein. Der ist hier vom H1 überhaupt nicht interessant. Das sehen Sie, der Rainbow zeigt hier ein Spinning Girl. Einmal bärisch aufgefächert, dann dreht er bullisch ein, dann ist er wieder bärisch, jetzt ist er wieder bullisch. Das heißt, aus dem H1 können wir nichts Interessantes ableiten. Im M15 hingegen sehen wir hier schöne Tendenzen, die uns schon einen leichten Druck oder einen leichten Eindruck davon vermitteln, dass es hier durchaus weiter nach oben gehen könnte. Und jetzt holen wir uns wieder die statistischen Zahlen rein. Asia Session relativ neutral geblieben, Ausbruch nach oben, Vortageshoch touchiert. Und das ist ganz interessant, meine lieben Zuschauer. Auch bei dem Rainbow Template, was Sie bekommen haben für alle Teilnehmer, die das Open Yesterday High, Yesterday Low, ganz, ganz wichtig, immer beachten, hier sind Punkte, die hier tatsächlich gerade bei den Währungspaaren immer wieder von Interesse sind, sowohl auch vor Monats- oder vor Wochenhochs entsprechende Tiefs auf der Südseite. Die Preise haben an diesen Punkten eben gedreht und an diesen Punkten kamen auch größere Kapitaladressen eben zu dem Punkt, entweder zu verkaufen oder zu kaufen. Und diese Levels sind immer wieder auch von Interesse und interessant. Gestern gab es hier eben den Ausbruch nach oben zum FED-Event und genau da ist der Preis heute gescheitert. Okay, also das heißt, idealerweise rangelaufen, nicht durchgebrochen, nach unten gekommen, aber grundsätzlich von der Struktur hier noch ganz interessant. Jetzt tauchen wir gerade wieder in die Asia-Session ein. Das heißt hier, die Europäer haben es nicht geschafft, hier auf den bullischen Zug weiterzusetzen oder das Kapital weiter in die Richtung zu trennen. Hier will ich mal unterstellen, dass mögliche Adressen hier oben auch schon glattgestellt haben, die hier möglicherweise eingestiegen sind oder möglicherweise noch Positionen gehalten haben, dass die hier sozusagen ihre Position beendet haben, um rauszukommen mit einem blauen Auge. Das will ich, wie gesagt, nicht bestreiten. Tatsache ist auf jeden Fall, dass das Vortageshoch hier wieder eine sehr, sehr hohe Relevanz hat. Jetzt mal kurze Frage im Chat. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, schießen Sie ruhig los. Der Michael schreibt, dass es hin und wieder abgehackt ist. Da mal kurzes Feedback. Wie kommt das bei Ihnen an? Ich habe hier eigentlich einen grünen Flow. Also die Anzeige ist hier konsequent gut, zumal ich auch hier mit einer dicken Leitung unterwegs bin. Ah, alles super. Also wie gesagt, das Feedback ist gut. Das muss an der eigenen Leitung liegen, Michael. Also ab und zu abgehackt. Also leicht abgehackt, das kann durchaus mal passieren, das ist nicht vermeidbar, aber generell sollte der Ton flüssig sein. Wir sind hier mit stabilen Leitungen unterwegs und auch, ich will es jetzt mal als Rainbow Angel bezeichnen, auch hier die Tonfrequenz meines Erachtens gut. Also ich habe das sehr gut gehört, was Martha gesagt hat, insofern eine runde Sache. Gut, jetzt sehen wir, wie gesagt, jetzt hier der Markt. Man kann hier aggressiv versuchen, Einstiege zu finden. Für mich jetzt aktuell erstmal eine Hold Position. Also es geht auch nicht darum, hier im Minutentakt Trades abzufeuern. Je nach meinen zeitlichen Möglichkeiten bewege ich mich hier so zwischen 5 oder sagen wir so zwischen 3 und 5 Trades am Tag. Es kann auch manchmal mehr sein, manchmal gar keiner. Das heißt, man muss hier wirklich selektieren, um eben hier auch schöne
Möglichkeiten zu finden. Und jetzt gehen wir auch mal auf den Neuseeland-Dollar. Hier im H1 uninteressant, im M15 auch uninteressant, aber nach der Stärke-Schwäche, wie ich das vorhin in der Excel-Tabelle ja gezeigt habe, durchaus ein Thema, also stark insbesondere. Und wir sehen auch, dass er hier, das ist jetzt auch sehr, sehr schön zu sehen, nachdem es hier gestern Abend, da war ja auch übrigens Notenbanksitzung Neuseeland, ja, die Reaktion hier, also wir haben uns jetzt einen Termin ausgesucht, einerseits um natürlich ein bisschen die Skills nach draußen zu transportieren, andererseits aber auch mal hier Beispiele, wie eben jetzt hier die Events, die wir hatten, gestern Fed, die amerikanische Notenbank entsprechend, dann die neuseeländische Notenbank RBNZ und dann noch die Bank of Japan. Das ist ein Cocktail gewesen, der hier schon hat Bewegungen erwarten lassen. Und der Neuseeland-Dollar hat hier im Prinzip auch zur Asia-Session schon einen extremen Move vollzogen und hat dann auch über den Morgenhandel bis zum European-Handel jetzt hier seine Range eigentlich abgearbeitet. Wir sehen hier 84 Pips gelaufen im Schnitt. Sie sehen es hier, gestern hat er zwar 136 aufgrund des Spikes am Abend noch gemacht, aber in der Regel bewegt er sich so zwischen 70 und 90 Pips. Und da sind wir im Prinzip punktuell angekommen. Das zeigt auch hier die ADR-Range, die jetzt hier schon rot ist. Aber wir haben hier einen Kapitalzug. Also wir sehen, das Kapital hat sich hier schon hinbewegt. Da gehe ich nochmal auf dieses Tool. Ja, da sehen wir hier, das ist praktisch der 4-Stunden-Chart und die Kapitalströme. Yen extrem stark, Neuseeland-Dollar extrem stark. Der Austral-Dollar ist das Orange, der kommt hier ein Stück weit zurück. Aber das ist alles über Null und alles extrem bullisch. Und das heißt natürlich, dass es das auch durchaus weitergehen kann. Wir sehen hier, das Blaue ist der US-Dollar, ganz klar auf der Südseite unterwegs. Deswegen US-Dollar-Yen auch so mega abgestraft. Ja, also US-Dollar-Yen bewegt sich, also wenn der sich das letzte Mal knapp 400 Pips bewegt hat, das kann ich mich, daran kann ich mich kaum entsinnen, will ich sagen. Also das ist schon eine außerordentliche Bewegung. Und jetzt wollen wir mal abwarten, ob nicht vielleicht sogar hier ein Overrange stattfindet beim Neuseeland-Dollar. Wir sehen, der touchiert hier oben schon jetzt wieder die ADR. Wir sind auch hier am Vormonatshoch, haben das Vortageshoch auch schon gerissen heute Morgen. Es ist nicht undenkbar, dass hier, wenn der US-Dollar weiter zur Schwäche neigen sollte, der hier nach oben weiter rauszieht, weil das Kapital hat sich eben schon heute in der Nacht positioniert. Ja, das hat sich hier auf den Kelch gesetzt, das Kapital in Richtung Neuseeland fließen zu lassen und auch hier speziell den US-Dollar dann ein Stück weit nach hinten driften zu lassen. Und Rainbow-technisch ein Stück weit unklar. Hier fächert er zwar positiv auf, aber das Momentum, das Kapital, was eben jetzt hier den Neuseeland-Dollar schon angezogen hat, gestern und heute Morgen, kann sich weiter fortsetzen. Wir sehen es auch, der ist jetzt hier gerade 7 Pips vom Tageshoch weg, jetzt nur noch 6. Ich will nicht bestreiten, dass da hier jetzt ein Ausbruch kommt und dass der weiter durchziehen kann. Das ist natürlich was, wo ich denke, da hat Martha mit vorsichtigen Verhältnissen zu kämpfen. Oder wie siehst du die Situation jetzt hier beim Neuseeland-Dollar, deine Einschätzung? Also ich für mich persönlich steige da jetzt nicht mehr ein, weil das ist meine Regel, wenn die Tagesrange ausgeschöpft ist, steige ich nicht mehr ein. Vielleicht läuft das einmal oder zweimal gut und dann fünfmal geht es daneben. Sehr guter Input dahingehend, weil genau so ist es. Die Range, ich sagte ja vorhin, in 80% der Fälle bewegt er sich drin. Das heißt, ein Ausbruch nach oben ist nie zu garantieren. Man muss aber eben auch beachten, warum ist der Neuseeland-Dollar so stark? Und ja, die Kapitalströme könnten sich durchaus fortsetzen. Und heute ist dann durchaus einer der Tage, der Yen hat es schon vorgemacht, der hier, jetzt sehen wir es, jetzt sind wir schon, jetzt haben wir gerade, wenn er jetzt nochmal einen Spike nach oben macht, ein neues Tageshoch. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er dann jetzt hier tatsächlich nochmal ein neues Hoch rausnimmt, also hier die 85 Pips jetzt touchiert, dass es dann weitergeht. Also das ist dann was, wo man sagt, man hat hier die seltenen 20%, aber durchaus denkbar. Ich finde gerade den australischen Dollar gegen Neuseeland-Dollar ganz interessant. Da ist gerade aus der Asia-Range ausgebrochen. Soll ich dir ein Bild schon mal geben? Ja. Wäre ganz gut, auf jeden Fall. Den hatte ich vorhin bei dir auch gesehen. Das ist natürlich auch eine schöne Konstellation. Moment, wir machen das direkt mal passend. Und dann geht es auch schon zurück. Ja, da tut sich auch noch einiges an Potenzial auf. Da tut sich ja auch was und wir haben noch eine Möglichkeit hier von 50 Pips. Stop-Loss würde ich dann oberhalb dem Opening-Price legen. Was mich nur stört, das ist einfach hier das Vortagestief. Also da könnte es ja schon noch zu einer Gegenreaktion kommen. Deswegen werde ich den Trade ja jetzt auch nicht eingehen, weil australischer Dollar und Neuseeland-Dollar sind
gerade beide recht stark. Mal gucken, welche Stärke sich heute im Laufe des Tages noch durchsetzt. Ich habe ja vor 2, 3 Tagen, glaube ich, Euro, British Pfund getradet und da bin ich auch aus dem Trade ausgestiegen, weil sowohl British Pfund wie Euro gleich stark waren und doch im Nachmittags hat sich der Trade noch so entwickelt, dass der noch ins DP gelaufen ist. Kannst du dich erinnern, Chris, gell? An Trade vom Mittwoch hast du ja auch gesagt, nee, lieber aufsteigen. Also ich werde jetzt nicht den Trade machen, aber es wäre jetzt eine Möglichkeit gewesen, vielleicht wenn die beiden nicht stark genug wären, also beide. Jetzt habe ich mich Verhaspelt. Also der eine versprochen. stark, der andere schwach sozusagen. Genau, so meine ich das. Genau, Mal also es hat. gucken, vielleicht mache ich das nochmal, aber erstmal abwarten, was am Vortagestief passiert. Ich erwarte da eigentlich noch eine Gegenbewegung. Stochastik ist ja auch noch im unteren Bereich. Mal schauen. Ich habe das auf jeden Fall mal da. Jetzt sind einige Fragen gekommen, und zwar zu deinem Stärkeindikator. Kannst du den Australdollar, Neuseeland-Dollar nochmal zeigen direkt? Da hast du ja den, das Moment, ist eine ich gehe andere mal den Art. MT4. Genau, das ist eine andere Art Ja. von Stärkeindikator. Ich weiß jetzt nicht genau, ich nutze jetzt den nicht, aber Sie sehen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob der jetzt rein auf die Währungen geht oder ob der ähnlich wie Nitro auf die Indikatoren abzielt. Nee, das geht rein nur eigentlich Momentum, der zeigt Momentum, also gerade wo was passiert, ja. Wie man sieht, der zeigt jetzt im Moment australische Dollar, Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und japanischer Yen sind ja die stärksten Währungen und man kann da ja immer schon mal einen Blick werfen, So ist es. wo gehe ich rein, auf einen Blick sehe ich das. Oder auch für kurze Scalps tut sich das, nutze ich das mal auch. Ja, Definitiv. das. Das ist übrigens, Martha, da muss ich gleich einfügen, das ist eine ganz, ganz wichtige Information. Es geht ja darum, also die Frage, woher hast du den? War der kostenpflichtig oder gab es den auch for Ja, free? nee, der ist kostenlos. Der ist Ah, kostenlos. Einfach wirklich? mal. Ich kann nachher was im Stream mal reinsetzen. Genau, wir werden jetzt passiert auch das, was wir uns fast vorgestellt haben. Der Neuseeland-Dollar oder der Australdollar legt sogar weiter zu, zeigt sich also jetzt hier Ja. ein Stück stärker, macht hier neue Tiefs. Der Neuseeland-Dollar zieht aber parallel jetzt auch, den ich vorhin auf dem Ja. Schirm hatte, nach oben raus. Also das sieht wirklich, wie gesagt, interessant aus. Und jetzt passiert das, jetzt haben wir sogar ein deutliches Hoch. Den Neuseeland-Dollar kannst du vielleicht direkt mal groß machen. Den Neuseeland-Dollar, Also, US-Dollar. wir sind ja noch bei mir. Genau, wir sind noch bei dir. Ach so. Ja, das zieht weiter. Genau, das ist. Es kann mir auch gut vorstellen, dass der sogar hier sogar bis er 3 kommt. Genau, und das Vorwochenhoch Wenn, wäre jetzt schon ein extremer, muss man nee, ganz klar da, sagen. so, nee, dann hätten wir 150 Pips und der läuft 86, aber man weiß es ja nicht. Richtig, man weiß es nie. Aber der Punkt war der, man hat jetzt gesehen, die Kapitalströme der Nacht, wenn wir jetzt kurz bei deinem Chart direkt bleiben, die Kapitalströme der Nacht haben sich positioniert und sind jetzt durchaus imstande, natürlich die Range auch aufzupressen. Aber man muss wissen, und das ist eine wichtige Information, die du auch gegeben hast, wenn der Markt über die durchschnittliche Range ausbricht, das macht er eben durchaus mal, aber weiter geht es nur in, ich sag mal, 15, maximal 20% der Fälle. In der Masse scheitert er dann dort und das Kapital zieht ab. Aber man muss jetzt hier bedenken, wir haben definitiv den Vorgang dessen, dass wir ja in der Nacht, wie gesagt, große Kapitalströme gesehen haben, sowohl in Neuseeland als auch in den japanischen Raum und jetzt British Pfund US-Dollar auch hier kurz vor einem neuen Tageshoch, aber da ist die Rainbow-Struktur eben nicht so schön sauber, wenn man das mal so sagen darf. Der Ich sieht. glaube, ich werd mal jetzt meinen britischen Pfund mal abfeuern, weil der markiert gerade neues Hoch. Also da Die was gehen. Begründung, weil er jetzt neues Hoch macht, die Rainbow-Struktur ja selber nicht so sauber, ne? Ah ja, wenn da bei Ihnen, sag, ist, hast du doch so einen sauberen Rainbow. Im H1 definitiv, Und ja. hier haben wir jetzt auch einen schönen, aber die Bewegung ist ja auch ein wenig zu weit fortgeschritten, also. Man hätte heute um 8. Hast du eigentlich was geschnippelt heute um 8? Ich war in der Abstimmung für das Webinar im Vorfeld unterwegs. Okay. Nee, da hätte man schon ein bisschen eher einsteigen sollen, aber da war ich auch noch nicht so überzeugt von British Pfund. Aber so wie es aussieht,
gewinnen fast alle Währungen gegen den US-Dollar. Genau. Und ja, das ist jetzt auch vorbei. Naja, muss man weiter warten, bis vielleicht kommt noch eine Korrektur, damit man sich einkaufen kann. Genau, also da gehen wir Man mal. muss ja auch mal, Entschuldigung, man muss ja auch ab und zu mal die Finger bei sich behalten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt durchaus ein, zwei Möglichkeiten gesehen, ja, sei es jetzt der Kiwi, der Australdollar, Neuseelanddollar gefällt mir übrigens auch richtig gut. Das heißt, wenn Möglichkeiten einzusteigen, gibt es am Tag Tausende. Ja? Man kann jederzeit abfeuern, aber man sollte auch hier natürlich nach einer gewissen Setup-Logik vorgehen und eben hier seine Rules verfolgen. Also es gibt da mehrere Möglichkeiten, sei es jetzt eben auch die Pivots zu beachten, Ausbruch Asia Range, die Rainbow-Struktur oder man handelt nach gewissen, weil ich gerade im Chat auch was lese, die B-Welle, Anton an dieser Stelle ganz genau. Also es heißt, Elliott-Wellen orientiert oder Markttechnik orientiert. Wichtig ist, dass man sein Setup durchspult und hierbei eben auch, um auch einen statistischen Erwartungswert zu bekommen, eben das eine ganze Zeit zelebriert. Also man sollte sich beispielsweise auch mehrere Setups an die Hand legen, ja, aber wichtig ist erstmal auf eine Sache fokussieren, das mehrere kann später kommen und dann aber die Sache konsequent durchziehen. Deswegen der Markt, wie gesagt, wir sehen jetzt, dass die US-Dollar-Pairs alle wieder ein Stück zurückkommen. So von deinen Skills her, Marder, wie war das denn bei dir so? Ich meine, wann hast du denn angefangen jetzt mit dem Handeln oder wann hast du denn Blut geleckt dafür? Wie ging das los bei dir? Erzähl doch mal. Eigentlich habe ich dir gar nicht erzählt. Es gab ja, kennst du den Betfair aus England? Wen? Betfair? Ja, habe ich, Nein, ja, kennst kenne du ich. nicht? Doch, 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 habe ich schon. Doch, doch. Ja, genau, da habe ich ja Fußballwetten abgeschlossen und man konnte ja, gab es ja Quotenveränderungen während des Spiels immer, wer schießt das nächste Tor oder wie auch immer und man hat da sowas wie ein Odder-Einsicht gehabt. Also man konnte sehen, auf welchen Quoten, welche User platziert sind, dass man das dann so ein bisschen besser handhaben konnte. Und da bin ich zum ersten Mal in Berührung mit sowas wie Orderbuch gekommen, aber da dachte ich noch nicht an Börse. Und mein Arbeitskollege tradet ja auch mittlerweile auch mit dem Rainbow. Fantastisch. Der hat angefangen zu traden, auch bei Betfair. Mein erstes Demokonto war nämlich bei Betfair, was er auch ziemlich in die Hose ging. Ja, also es war vor 5 Jahren. Und 3,5 Jahre ging es eigentlich gar nicht. Ich war ja schon, wie ich dir mal auch erzählt habe, letztes Jahr kurz vorm Aufgeben, bis ich zum Rainbow kam und deine Seminare verfolgt habe Hört, hört. und wirklich am Ball geblieben bin. Und seit letztem Jahr klappt das ja auch. Ich mache ja immer noch Fehler und bin ja auch froh, wenn du im Stream bist, dass ich manchmal dich mal was fragen kann und dann sage ich, Chris, Euro, US-Dollar jetzt short, dann sagst du, nee, das und das und das und ich weiß ja sofort, was gemeint ist und wenn ich darüber nachgedacht habe, sage ich, ja, der Chris hat ja recht. Genau, Ja. also das danke für die Blumen an dieser Stelle, aber auch ich habe leider Gottes nicht immer recht, aber das ist natürlich wichtig, dass man auch im Trading dann, sage ich mal, nicht so unbedingt, es ist ja ein einsamer Job, ja, man setzt sich mit dem Markt auseinander und hat im Prinzip den ja, Finger am Abzug vor seinem Bildschirm, vor seinem Laptop, vor was auch immer. Aber es ist natürlich eine relativ singuläre Geschichte und ich sage mal, Guidance als solches, da hole ich den Bildschirm vielleicht direkt nochmal zurück. Ja, Guidance. bitte. Da tut sich hier sowieso nichts. Ist ja kein Problem. Wie gesagt, wir haben ja heute Nachmittag, ich denke, heute Nachmittag passiert noch mal ein bisschen mehr. So, da sind wir wieder. Also wir haben ja hier durch Guidance eben die hervorragende Möglichkeit, hier zu interagieren. Das ist einerseits ja den Stream, den ich sozusagen schon seit langer Zeit, weiß gar nicht mehr, wann es genau losging, aber hier praktisch verfolge, mit dem Devisenradar, mit täglich Checks. Und hier gibt es im Prinzip auch immer die Kommentarfunktion in Sache Austausch. Ja, also sieht man was zu dem Setup hier oben oder andere Setups, ist das immer ganz zweckdienlich. Heute werden wir hier den JFD-Desktop auch noch nutzen. Der ist, wie gesagt, jetzt aktuell noch relativ unbetucht. Hier kann man eben real-time miteinander kommunizieren, auch die Trader untereinander. Also neben dem, dass man hier in meinem Stream sich austauschen kann, und den Tipp gebe ich Ihnen auf jeden Fall nochmal durch, dass Sie hier
auch ihre Erfahrungen durchaus teilen oder auch, wie gesagt, das, was Marta gerade sagte, im Kontext dessen, dass es, wenn man nach gewissen ähnlichen Setups vorgeht, hier einen Austausch pflegt, weil das eben durchaus auch hilft, um weiter nach vorne zu gehen. Ja, das ist immer wieder ein Lernprozess, man lernt nie aus. Jeder macht auch Fehler, auch der Profi macht Fehler, auch gerade die Psyche ist eben das, was wirklich, ich will schon sagen, zu 80% hier den Ausschlag gibt, denn faktisch hat man immer Setups der Genüge, wie man zum Beispiel einsteigen kann, aber das eben auch im Kopf richtig umzusetzen und durchzuspielen, ist eine große Herausforderung. Und da kann man hier eben auch durchaus interagieren, sich austauschen. Und das biete ich hier wirklich nochmal an, dass jeder von Ihnen, aber auch von den Rainbow-Teilnehmern, vielleicht da mal eine Frage, wir sind ein relativ großer Zuschauerkreis, wer von Ihnen war denn in der letzten Woche hier beim Rainbow Trading mit dabei? Da vielleicht mal ein Feedback geben, wer von den Teilnehmern direkt auch heute am Start ist. Ich weiß, manche sind eben berufstätig. Das kann man nicht immer in den Kontext packen. Also das heißt, es ist natürlich nicht immer möglich, jeden Tag Intraday oder jeden Tag 9 Uhr da am Markt zu sein. Das ist ganz klar. Aber ich sehe, einige Teilnehmer sind da. Danke nochmal für das positive Feedback an dieser Stelle von den Teilnehmern. Es sind relativ viele da. Wir haben auch einen, der bei Bett und Fair war sogar. Marta, unglaublich. Tatsächlich. Ah, Ja, so klein ist die Welt, aber auch Fußballwetten gezockt oder getradet. Ja, es ist immer gefährlich, weil man muss sagen, wir warten mal auf das Feedback vom Volker. Ja, schreibt er, also auch Fußballwetten. Das ist natürlich was, wo man sagt, ich will nicht sagen eine Leidenschaft zum Spielen, aber ich sag mal, ich bin zum Beispiel auch leidenschaftlicher Pokerspieler und mache das aus Interesse und auch der Faszination natürlich an der ganzen Geschichte. Und Poker ist ja jetzt, sage ich mal, natürlich ein Glücksspiel, aber gleichsam auch ein Strategiespiel. Ja, ich meine, ich spiele auch gerne Schach zum Beispiel, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Glücksspiel. Poker hat aber immer noch so eine Glücksvariante oder so eine Zufallsvariante, genauso wie auch die Märkte. Ja, es gibt keinen hundertprozentigen Treffer oder eine hundertprozentige Möglichkeit, dass man siegt. Die ist einfach nicht gegeben, aber man kann mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Ja, das kann man beim Poker sehr gut, das kann man, Fußballwetten habe ich noch nie gemacht, vielleicht auch da gut, aber letztlich sind das ja schon, geht es in Richtung Glücksspiele. Aber wenn man mit einer gewissen Taktik vorgeht, dann hat man hier auf jeden Fall eine Intention, eben hier seine Vorteile abzuwägen und nicht einfach nur ins Casino zu gehen und auf schwarz oder rot oder einfach nur aus der Laune heraus, was übrigens viele Marktteilnehmer leider Gottes tun. Die suchen sozusagen hier den Kick am Markt, sozusagen den Dschungelfight, um sich hier da zu erfreuen an Marktbewegungen und hin und wieder mal zu gewinnen, in der Masse aber zu verlieren. Aber wenn man es natürlich professionell anstellt, muss man mit einer gewissen Kontinuität und Ruhe an den Markt gehen und da natürlich auch konsequent das weiter verfolgen. Da ging es immer wieder bei dem Punkt, dass man ein Setup in einer gewissen Konsequenz durchspielen sollte über eine Zeit lang. Ich sag mal mindestens 30, eher noch 100 Setups nach der gleichen Methodik abgespult, um dann so ein Stück weit den Erwartungswert auch von seinem Setup zu kennen. Ja, es gibt aber auch Phasen, da hat man längere Durststrecken. Es gibt Phasen wo man wirklich sagt, funktioniert es denn überhaupt noch, wenn man da gewisse Drawdown-Phasen auch in funktionierenden Systemen hat? Da gibt es nur eins, das Risiko runterfahren. Ja, das ist ganz, ganz interessant. Aber grundsätzlich nochmal zum eigentlichen Thema, ohne zu weit abzuschweifen, ist natürlich wichtig, dass man schon also so eine gewisse Faszination am Geldverdienen hat und man kann eben mit Glücksspielen, sage ich mal, sehr bedingt Geld verdient. Deswegen gibt es die Casinos und werden sie reicher und reicher. Ich sag mal, die gibt es natürlich nur, weil die Bank in der Regel immer gewinnt, langfristig. Ja, da gibt es natürlich immer wie beim Lotto den Millionär, den es hin und wieder aus einer Million und mehr Teilnehmern mal gibt, aber in der Masse wird natürlich damit gutes Geld auf der Gegenseite verdient. Das ist an den Märkten teilweise nicht anders. Das heißt, Sie wissen auch hier, dass der Retail, der klassische Einstiegstrader, eben auch, weil er nicht professionell vorgeht, in der Regel nur einzahlt, um überhaupt dahin zu kommen, an den Märkten profitabel zu sein. Das ist ein langer Prozess und da muss eben jeder auch seinen Weg suchen. Und wie Martha ja sagte, das freut mich auf jeden Fall im letzten Jahr. War das tatsächlich letztes Jahr? Ich dachte, es wäre vorletztes Jahr gewesen. Ne, das war letztes Jahr, Chris, wo ich 4 Wochen krangeschrieben war und dann habe ich dich begleitet. Oder du mich. So, sehr gut. Sehr gut. Also wie gesagt, du. Ja, ich habe das sehr viel mitgenommen, ja. Und ich muss sagen, das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Und ich glaube, aus dem Grund bin ich auch dabei geblieben, weil ich habe da so viel Arbeit reingesteckt über die 4 oder 5 Monate und bin wirklich hartnäckig geblieben. Und es hat auch bei mir nicht geklappt am Anfang, ja, erst als ich dein Webinar gesehen habe und
paar Tipps von dir bekommen habe, dann hat es geklappt. Und auch mit dem Template natürlich. Das ist ja der Oberburner. Na, das freut mich auf jeden Fall. Also das ist eigentlich, ich hatte auch früher schon ein, zwei Teilnehmer, also ich hatte schon hunderte Teilnehmer, um ehrlich zu sein, aber die wenigsten sind dann eben dran geblieben an der Sache. Ich meine, für die wenigsten ist vielleicht auch so ein Trendmomentum der Rainbow, man kann den ja auch schlanker gestalten, also mit nicht so vielen Kleidern im Durchschnitt. Man kann das schon individuell noch auf sein persönliches Dafürhalten abstimmen, aber grundsätzlich ist die Richtung ja mal klar, die wir mit dem Rainbow verfolgen. Und wenn man das natürlich macht, dann hat man so eine gewisse Methodik, der man folgt, und da eben auch den Tipp für alle Teilnehmer, die hier sind, scheuen Sie sich ruhig nicht, hier auch mal aktiv einen Chart zu posten. Ja? Also wie ich das beim Cut Yen gestern gemacht habe, hier so ein Contra-Move. Das war mal die Frage, ob der Rainbow jetzt kippen könnte. Letztlich hat es dann getan, aber mehr durch die Bank of Japan und nicht durch die News, die hier aus Kanada kam. Oder besser gesagt, das waren ja die Öldaten. Der Punkt ist, hier ruhig auch immer mal Charts posten, und das tut ja, wie gesagt, die Martha auch, wenn sie denn Zeit und Möglichkeiten hat. Hier hat jetzt auch der Sony neulich schon wieder über Guidance da seinen Beitrag geleistet. Also es nimmt schon zu, ja, aber es ist in der Regel eben doch noch so, dass die Masse natürlich liest. Aber man kann nur durch Aktivität auch was lernen. Das ist ganz wichtig. Also umsetzen, aktiv am Ball bleiben und durchaus natürlich im Demo erstmal Versuche starten, um dann aber mit einem kleinen Live-Account, dass dann natürlich, wenn man den positiven Erwartungswert erkannt hat, das dann auch in der Realität umzusetzen, dann ist es schon ein riesiger Unterschied, ob man Demo handelt oder eben real. Die Emotionen sind dann einfach ganz andere, das darf man nicht verwechseln. Und da kommt es dann drauf an, wie man sich dann eben neben dem, wenn man es theoretisch durchgespielt hat, praktisch dann auch schlägt. Das ist dann nochmal die nächste Dimension des Handelns. Aber hier ist ganz, ganz wichtig zu sehen, dass man da eben seine Methodik verfolgt. Und das ist auf jeden Fall was, dass man hier seinen Weg geht, um dauerhaft profitabel zu sein. Das ist aber auch was, wo man sich ganz klar sagen muss, von 100 Personen, die wir auch im Webinarraum zum Beispiel sind, schaffen es wahrscheinlich nur 10 überhaupt Break-Even zu laufen eine ganze Zeit. Und richtig profitabel zu sein, schaffen es dann vielleicht auch nur 5. Also die Masse wird es leider Gottes nicht schaffen. Und das ist die Realität. Warum sie es nicht schafft? Weil sie ja die Disziplin teilweise nicht hat, weil sie auch die Zeit nicht hat. Das muss man natürlich auch sehen. Ja, man muss natürlich seinen eigenen Trading-Style hier immer wieder auch anpassen an den an die Möglichkeiten. Wenn man natürlich nur am Tag 5 Minuten Zeit hat zum Handeln, dann macht es wenig Sinn, hier Intraday handeln zu wollen. Da sollte man sich auf andere Timeframes konzentrieren. Also man muss auch nach seinen Möglichkeiten suchen, und viele, und das ist eben das Gros, suchen da eben nur den kurzfristigen Kick, das schnelle Geld verdienen, möglichst schnell 100% machen, aber das ist natürlich irreal. Ja, also die größten Hedgefonds und auch Warren Buffett und Co., die bewegen sich im langfristigen Schnitt über 20% pro Jahr. Und die meisten Aktienfonds schaffen das ja noch nicht mal, geschweige denn ein klassisches langfristig orientiertes Aktieninvestment bewegt sich ja hier bei 8% per anno, also im großen Durchschnitt. Und sagen wir mal, wenn man da jetzt hier als Trader ja ganz klar über 20% macht im Monat allein schon, dann performt man schon auch jede Menge Hedgefonds und Riesenadressen aus, die eben aber das langfristige Ziel des Geldverdienens verfolgen und nicht das kurzfristige. Das heißt, 100% zu machen ist durchaus schnell möglich, auch 500%, aber natürlich immer mit dem entsprechenden Risiko, und langfristig wird man da zwangsläufig zum Einzahler. Man wird nicht dauerhaft 100% jeden Monat performen können. Das ist schlichtweg unmöglich. Von der Illusion muss man sich leider verabschieden. Und ich sehe auch gerade im Chat, natürlich ist Geduld interessant, Geduld gefragt, um eben am Markt auch hier ja seinen Weg gehen zu können. Also hier nicht Harikiri, Schnelli, Schnelli, das ist ähnlich wie eine Sportausbildung. Das hatte ich auch in dem letzten Webinar schon gesagt. Also zum einen ist jetzt mal hier die Frage, also meinen Stream, den gebe ich jetzt mal hier unten rein. Der ein oder andere findet ihn nicht. Ich habe mir jetzt mal in den Chat gestellt. Ansonsten hier über Guidance Experten ist es zu finden. Ja, das Experten, und da sehen Sie hier die ganzen Experten, die mittlerweile auch schon sehr, sehr reichlich an der Zahl sind. Ich bin froh, einer der ersten gewesen zu sein hier bei Guidance. Hängt aber natürlich damit zusammen, dass ich auch bei dem oder auf dem Godmode Trader früher schon als Analyst im Devisenbereich immer viel gemacht habe. Und der Guidance Desktop von Godmode, sage ich schon, von JFD Brokers, der ist jetzt praktisch dann hier bei den Partnern zu finden. Ja, Experte bin ich, und dann haben wir noch die Partner von Godmode Trader Guidance, und dann haben wir unten JFD Brokers. Und hier ist praktisch die Live-Chat-Funktion. Also ich hab gerade was, einen Trade abgesetzt. Okay, ich verschalte mal zu deinem Bildschirm. Ja, Moment, ja. Klar. Los geht's.
Moment, also kein Währungspaar, aber einer meiner Lieblingswerte ist nämlich der Wert. Der mauselt sich so einfach langsam nach oben. Hier hatte gerade Opening-Preis rausgenommen. Da merke ich, ist schon ein bisschen Druck und von Chancen-Risiko-Verhältnis sieht es auch gut aus. Also. Ja, in der Tat. Also das ist sehr schon mal ein sehr schönes Beispiel. Wir sehen auch die Asia-Range, das Öl sich kaum bewegt, das WTI-Crude, also das US-amerikanische, hier im Fokus. Und wir sehen, das ist interessant, auch die Asia-Range und schön das Opening, auch interessant, ne? Auch das habt ihr, liebe Webinar-Teilnehmer, vom letzten Mal als Template, beziehungsweise die Kerze seht ihr ja rechts, die grüne. Da sieht man ja, wo der Opening in der Nacht war. Und schön gesehen, jetzt beobachten wir mal das WTI. Ich habe parallel schon mal im JFD oder auf dem JFD-Desktop den Hi- und Willkommensgruß abgesetzt. Ich werde dann aber noch parallel noch eine größere Info geben auf meinem Stream, direkt dann mal hier in dem Chat, dass wir uns da auch am Nachmittag noch mal kurz schließen können. WTI läuft, wie gesagt, an. Die Idee jetzt von dir eben, du hast das positive Momentum gesehen, oder? Ja, ich habe das positive Momentum gesehen, auch durch so einen Durchbruch durch das Opening-Preis und Moment, ich gehe mal wieder nach oben. Und heute haben wir ja schon Dollarschwäche, also ich denke mir, da kann sich schon noch was einiges tun. Und schauen wir mal. Na, wir sehen auch den Neuseeland-Dollar. Ich sehe ihn oben links bei dir. Der kommt jetzt wieder unter die Ah. Average True Range. Ja, der Ausbruch war kurz da nach oben, aber Ja. jetzt versiegt das Momentum. Das war ja auch deine Ansage vorhin. Na, ob der Ja. es schafft, da sind wir wieder bei der 80-20-Regel. Also ich habe ihm schon zugetraut, dass er ausbricht. Das hat er auch gemacht. Also von kurzen Scalp, das wären dann 7, 8 Pips gewesen. Hätte mir eigentlich auch fast nicht gereicht. Aber den Trade hätte ich dann auch relativ früh abgesichert. Aber hier letztlich Neuseeland-Dollar taucht oben wieder schön ein und entsprechend hier mal abzuwarten, ob er noch tiefer geht. Jetzt geht er auch unter das Vormonat hoch. Jetzt ist eine Frage hier und zwar, wie erkenne ich denn das positive Momentum zum WTI nochmal? Hol das direkt nochmal auf den Schirm und sag doch mal was dazu. Was sagst du denn da? Momentchen. Also erstmal ist ja klar, zum Rainbow brauche ich ja nicht sagen. Ja, der WTI läuft schon seit einiger Zeit einen schönen Aufwärtstrend. Also der Abwärtstrend, den wir sehr lange Zeit hatten, ist ja gebrochen worden hier. Und Moment, ich hole mal an den Template vielleicht. Oh je. Ich Ja, habe ja hier noch. du hast dir den ganzen Nitro da reingeladen. Da musst du auf jeden Fall aufräumen. Ich glaube, ich finde das jetzt gerade nicht, weil, wie gesagt, ich musste ja heute Nacht nochmal arbeiten gehen und hatte ich gar keine Zeit Kein Problem. da heute alles nochmal einzurechnen. Das war unerwartet. Ich bin auch ein bisschen müde, muss ich sagen. Nee, Also, da kann ich Moment. gleich noch mal einfangen. Also, Aber das ist ja auch so ein bisschen Gefühlssache, ja. Ich trade den WTI ganz oft und weiß, wie der sich verhält und habe da meine gute Erfahrungswerte, auch wenn der WTI vielleicht morgens nicht zu empfehlen wäre, weil die meisten, die den WTI traden, sind ja erst nachmittags im Markt. Aber wenn wir heute nochmal newsbedingt eine Schwäche in Dollar sehen, dürfte das nochmal den WTI ein bisschen nach oben treiben. Ja. ja, da spricht Schauen ja wir. auch viel, viel Range. Also da hat er ja auch noch erhebliches Potenzial von der Bewegung her. Und ich weiß auch, dass du, also WTI ist jetzt nicht so mein Steckenpferd. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Nee. Universum der Währungspaare da, die 15 Top-Pairs und dann nochmal die knapp 15 Cross-Rates obendrauf, um sozusagen den ganzen Währungsmarkt abzucovern. Aber ich muss zugeben, WTI war ja, wir wissen es alle, der Ölpreis ist massiv eingebrochen. Das war auf Tagesbasis, Wochenbasis, Stundenbasis, 4 Stunden, ein Megatrend. Und ich weiß, im letzten Jahr hast du da auch mega viel auf der Südseite geschnitten. Also es war natürlich das, wenn man auch, gerade auch die Yen-Pairs, die sind sehr, sehr trendig. Also wenn sich da mal ein Trend entwickelt
Und da zur Frage vom Ralf vielleicht, das positive Momentum ist ja der Rainbow, für alle, die auch nicht beim Seminar dabei sind oder waren, also die multiplen gleitenden Durchschnitte, das sind alles gleitende Durchschnitte und diese müssen eben separieren nach oben, also positiv aufgefächert, dann haben wir einen bullischen Markt, wie wir es beim WTI jetzt da sehen, oder eben negativ, dann ist das Ganze nach unten gekippt. Und dann sucht man, das ist das Momentum, dann versucht man eben mit diesen Tradern, die Idee des Momentums beim Rainbow ist ja durch verschiedenen Tradergruppen, also kurzfristig, mittelfristig, langfristig, und die versucht man sozusagen, oder mit denen versucht man auf der Welle buchstäblich zu schwimmen. Ja, also man ist hier rein trendfolgend unterwegs. Die Märkte sind in der Masse der Zeit auch nicht immer trendig, deswegen, wenn man mal einen guten Trendmarkt hat, dann auch den versuchen zu handeln. Ja, also die Märkte sind sehr häufig in Ranges unterwegs, um dann temporär richtig trendig zu wirken. Und das kann man aber mit dem Rainbow gut filtern. Und im Intraday-Bereich, also gerade im kurzfristigen Zeitbereich, ist es eben so, dass man hier mit dem Rainbow ja immer wieder auch Trends findet, obgleich es keine Garantie gibt. Ja, wir werden jetzt beim WTI mal sehen, was passiert. Also das Potenzial ist Ja. klar. Die Asia-Range ist auch klar. Ist alles in sich absolut schlüssig und logisch. Aber jetzt hapert er noch. Es ist aber natürlich das US-Öl. Ja, der tut sich zwar ein bisschen schwer. Aber ist nichts verloren. Früher habe ich eigentlich, habe ich ja von dir so einen Style gehabt. Ich habe immer gewartet, bis der Wert aus der Asia-Range irgendwo hier ausgebrochen ist. Mittlerweile steige ich auch schon ein bisschen früher an. Ein, wenn ich merke, also in so ein Rainbow, auch wenn er hier unten irgendwo korrigiert hätte oder so, ja, im Moment merkt man eigentlich, fehlt eigentlich der Druck überall, ja, obwohl guck mal, der British Pfund hat sich, mauselt sich so langsam vor, aber das ist nicht das, was ich gerne habe Da ist eigentlich. auch, geh nochmal auf das britische Pfund, mach den nochmal groß. Da muss ich jetzt Ja. bei mir nochmal gucken, vom Timeframe her. Vorhin war die Rainbow-Struktur sehr gut. Das ist jetzt der M15, ne? Nee, der M30 ist das Jetzt Gute bin ich im gewesen. M30. Genau. Der M30 ist eine schöne Struktur. Also man muss natürlich dann auch mal sehen, in welchem Timeframe man hier agiert und mit welchen Zielen. Ja, es macht wenig Sinn, hier im ich sag mal, im 5-Minuten-Chart auf 50 bis 100 Pips abzuzielen. Ja, das ist natürlich immer genau die Sache. Aber ich sag mal, das Momentum vom britischen Pfund, das werden Sie auch selbst mitbekommen haben in der letzten Zeit, ist natürlich bullisch. Ja, und das im Vorfeld des Referendums, das ist also eine spannende Situation beim britischen Pfund. Aber das zieht hier schön nach oben und in den kleineren Timeframes ist unklar, aber H1, M30 gut. Und wenn man sich dann auf das Timeframe eingeschossen hat, was man praktisch handeln will, dann gilt es auch hier natürlich zu beachten, wohin hier der Preis letztlich vom Momentum her gehen kann. Also ideal, Sie sehen jetzt hier zum Beispiel auf dem Tageschart sind wir hier ein Stück weit im Spinning. Also auf dem Tageschart würde ich jetzt nicht unbedingt einen Long Trade suchen beim britischen Pfund gegenüber dem US-Dollar. Hier im H4 sieht das hingegen schon nach einem positiven Rainbow aus, obwohl er auch schon sehr stark aufgefächert ist. Ja, das ist natürlich immer so wieder die Wellenbewegung. Das ist aber auch das, wo Martin schon richtig gesagt, man muss so ein Stück weit einen Spirit für sein Setup bekommen. Das heißt, man merkt dann, in welchem Timeframe es interessant wird oder ob man eben auch zum Beispiel aus dem M15 heraus jetzt versucht, einen möglichst positiven Rainbow im Kontext der großen Timeframes. Also hier der M15, der ist ja, wenn wir uns den mal anschauen, der ist ja, das ist ein Spinning Girl, das ist eigentlich völlig uninteressant. Ja. Aber wir wissen, M30, H1, H4, das sind alles positive Rainbows und da ist es jetzt durchaus gangbar mit dem Portionchen Erfahrung, sage ich mal, hier durchaus auf eine weitere positive Bewegung im Rainbow zu spekulieren. Aber man sieht auch, der ist noch schön nach oben gelaufen und ich gebe dir eben recht, die Märkte, WTI sind jetzt nicht so richtig in Fahrt gekommen. Euro-US-Dollar ist auch alles ein Stück weit zäh gerade unterwegs. Wir müssen mal sehen, was dann um 11 Uhr Ja. passiert, wenn die EU-News kommen. Aber es ist natürlich jetzt nicht so schön, um jetzt hier gerade mal, du kennst die Tage, wo sie alle noch in der Asia-Range hängen, und zwar fast alle Pairs, wo man dann sagt, okay, jetzt wartet mal aus, wo die ausbrechen. Und wenn man dann natürlich schöne Rainbow-Momentums sieht, dann sind das natürlich die Tage, auf die man warten muss in erster Linie. Da ist wieder Geduld gefragt. Ja, also kein Harakiri-Trading, sondern einfach warten, wenn die Setups kommen und die werden kommen, dann muss man zur Lauer stehen. Das ist ganz wichtig. Ich habe hier nochmal die Frage vom Ralf, aber der hat sich, glaube ich, jetzt gerade verabschiedet. Ralf, bist du noch da? Ich sehe so einen Offline-Button hinter deinem Namen. Vielleicht kommt er später nochmal dazu. Die sind aber immer noch auf den Stärkeindex. Martha, wenn du den nachher nochmal raussuchen kannst, wie gesagt, ich will dich da auch hier heute Nachmittag nicht über die Gebühr beanspruchen. Wenn du da in der Nacht schon die Aktivität in Sachen Schichten hattest, dann macht es natürlich Sinn, dass man da
Je nachdem, was deine Power sagt, vielleicht Mittagsschläfchen und dann 14, 15 noch am Start, da gib mir einfach dann ein kurzes Ja, Feedback. ich wollte mich vorhin eigentlich, war ich um 6 zu Hause, wollte ich mich kurz hinlegen, aber da wollte meine Katze nicht so. Okay, aber wie gesagt, also da müsste. Ja, ich sehe, mein WTI entwickelt sich nicht so, wie ich es gerne gehabt hätte. War vielleicht auch zu schnell abgefeuert. Gut, der Ralf ist raus, aber da kann ich jetzt auch noch mal kurz darauf eingehen. Du hast ja auch hier die MACD-Candles, die Kerze war ja weiß. Ja, also was so eine Regel im Die Prinzip. war schon schön weiß, hat sich gefärbt Genau. und sah schon so aus, als würde der jetzt mal schön ausbrechen wollen. Wie gesagt, die Range spricht noch einiges und wenn es halt nicht klappt, dann ist es ein Trade von vielen. Genau, das ist die richtige Einstellung. Zumal man auch sagen muss, das ist natürlich auch immer so ein kleines Gimmick jetzt nochmal aus der Praxis. Das Signal, wenn man jetzt auf Kerzen schaut, ist natürlich erst per Schlusspreis. Deswegen hast du auch die Sache mit der Asia-Range angesprochen. Das heißt, wenn die Kerze über der Asia-Range schließt, das heißt aber natürlich nicht, dass es dann weitergehen muss. Aber wenn das passiert, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Bewegung eben sich dann tatsächlich weiter fortsetzt. Und das ist immer so ein bisschen das Tauziehen oder sag mal das bisschen Feeling, was man haben muss, um eben zu sagen, okay, ich gehe schon vor der Asia oder vor dem Ausbruch rein, auch wenn die Kerze in dem Beispiel jetzt noch nicht weiß ist, aber Khaki-Farben zum Beispiel, um einfach zu sagen, du, man antizipiert die mögliche Bewegung, um eben früher in den Trade zu kommen, was natürlich dann lohnend gebührend bezahlt wird, weil man eben mit einem engeren Risiko reingehen kann in den Trade und viel mehr nach oben hin mitnehmen kann. Das natürlich exakt, dass man hier den Markt dann auch entsprechend aggressiv handeln kann. Das bessere Signal wäre aber sicherlich der Ausbruch gewesen, aber WTI ist ja auch US-Öl. Ich meine, Brent und WTI laufen ja relativ gleich. Das muss man auch sehen, aber WTI wird so, wie du schon sagtest, auch am Nachmittag richtig interessant. Vorführeffekt, wie gesagt, der Trade läuft ja selber noch. Also man muss vom Grundmomentum her, magst du nochmal WTI aufrufen und mal Timeframe H1? Moment. Also sieht's gar nicht so übel aus, würde ich mal sagen. Da ist noch alles offen. Also wie gesagt, erstmal ist das Ja. Momentum und darum geht es ja. Das Momentum ist erstmal grundsätzlich positiv. Der Stop ist unter der Asia-Range und da ist es eben vollkommen richtig, wenn der Trade nicht funktionieren sollte, dann ist es so. Aber jetzt mal rein von der Perspektive, du hast da, glaube ich, ein CRV von 5 oder 6. Das heißt, du hast die Möglichkeit mit Nein, diesen. so viel glaube ich nicht. Drei, es müssten drin sein. Ja. Ist ja nur 37 Punkte gelaufen. Also es ist ja noch wirklich, wenn es dann so kommen würde, wäre schon ordentlich. Genau, geh Ja. mal hoch, das sind 1,40 Dollar und wie viel Risiko hast du? Das sind ja, glaube Ja. ich, nur 20 Cent oder 30 Cent. Das ist ja ein, Ja. wie viel ist das? 30. 30 knapp, ja. 30 Cent. Ja. Also da hat man natürlich hier ein enormes, enorm gutes Chance-Risiko-Verhältnis. Ja, das ist ja genau das, wo man sagt, hey, in welcher Relation arbeitet man hier? Also das ist ja exorbitant, dass man hier wirklich das vier-, fünffache Risiko verdienen kann. Das heißt, man kann in der Regel, wenn man so einen Trade sucht und findet, dreimal daneben liegen, ja, oder sogar viermal. Wenn der beim fünften Mal aufgeht, der Trade, dann hat man einen Gewinn, hat drei, vier Verluste davor wieder drin und hat sogar einen schönen Profit noch in der Tasche. Ja, das ist natürlich genau ein Prinzip, wenn man über Chance-Risiko-Verhältnisse sprechen, wo es interessant wird. Neuseeland-Dollar leider auch jetzt eingeklappt. Wie gesagt, die News Ja. sind hier, die News der Nacht sind hier wirklich ganz schön niedergeschmettert auf die Märkte. Ich gucke jetzt auch nochmal durch den Markt durch, schaue mal auf die Stärke, Dann Schwäche. Übrigens, der ein würde oder. ich sagen, übernimm du jetzt mal einen Bildschirm. Ich glaube, wir sind immer noch bei mir. Ja, in der Tat. Ja, dann darfst du jetzt weitermachen. Klar, holen wir nochmal rüber. Klar. Ja. So, da müsste auch schon wieder da Ah, sein. schön. Also im Endeffekt nochmal ganz kurz, wie gesagt, prozentual ist in die Richtung alle relativ klar. Was man hier im Großen sieht, der Druck der Währung, also man sieht ja den H4 hier oben letztlich, ist jetzt nicht mehr so ausgeprägt. Dreht halt alles nach, also die starken Währungen zeigen schwächer, bis der Yen ist jetzt wieder ein Stück weit aufgedreht. Aber die starken Währungen kommen so ein Stück zurück. Yen, ganz interessant, sehen wir auch hier im kurzfristigen Zeitframe, ist ganz gut hier in der Stunde. Mischiwaschi, und das ist eben so eine Situation, wenn ich das so überblicke.
rein vom Stärkeverhältnis her uninteressant. Es sind hier keine klaren Tendenzen, wenngleich ich hier den US-Dollar immer noch auf der Short-Seite bevorzuge und hier Yen, Neuseeland-Dollar und Austral-Dollar auf der Long-Seite. Das ist ja genau das Stärkediagramm, was du auch hattest. Da wurde übrigens nochmal nachgefragt, wie oder wo du das her hast, wenn es kostenfrei ist, wenn du das nachher vielleicht dann einfach mal postest im Stream. Ich werde dann gleich auch nochmal da was vorbereiten, sozusagen hier die Interaktion herstellen, dass wir da zum einen hier auf meinem Stream, zum anderen über den Guidance Desktop hier dann auch im Kontakt bleiben. Das, wie gesagt, als Angebot. Ich werde hier bei mir dann so einen Link einstellen. Das kann man dann am besten dann gleich mal vollziehen. Wie Sie zu mir gelangen, haben Sie ja auch schon gesehen. Markttechnisch den DAX, Martha, ansonsten schon mal ins Visier genommen. DAX, nee, habe ich eigentlich, trade ich im Moment eigentlich gar nicht mehr. Das ist natürlich so eine Sache, da muss man ganz klar sagen, wir sind hier so mehr auf den Forex- und Rohstoffmarkt fokussiert. Ja, ich meine, DAX-Trader, wir werden im nächsten Monat, wenn ich den Jörg am Start habe aus der Schweiz, der handelt auch gerne den DAX mit Heike Naschi-Kerzen im kurzfristigen Timeframe. Der wird auf jeden Fall den DAX auch behandeln. Ich bin auch nicht ein Fan vom DAX, ja. Also ich bin schon seit jeher da auf die Währung fokussiert und das passt auch soweit. Apropos Währung nochmal hier, US-Dollar-Cut. Der hat ein neues Tief gemacht, aber hier kommt sinnbildlich jetzt nichts wirklich zustande. Man kann jetzt hier versuchen, Positionstrades zu erwägen, aber gerade vor dem Hintergrund, dass wir 11 Uhr den Nachrichtenfluss aus der EU bekommen, da, wie gesagt, mal auf den Euro schauen. Aber nachmittags sind wir 14:15 nochmal da, das heißt 15 Minuten vor den News und die haben es heute richtig in sich. Zwar haben wir da ja hier das, was ich gestern fälschlicherweise sagte, wir haben heute die erste Veröffentlichung des Bruttoinlandsprodukts der USA, Quartal 1. Das wird spannend. Dann auch die ja, jeden Donnerstag stattfindenden fortgesetzten Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist auf jeden Fall Big Time hier für den US-Dollar generell. Also US-Dollar-Cut, US-Dollar, Schweizer Franken, sehr interessant. Euro, US-Dollar, sehr interessant. Das haben wir dann praktisch genau heute Nachmittag ab 14:15 im Fokus und zu meiner Regel vorhin, wie gesagt, da ich bin dann bestrebt, könnte ich mir vorstellen, 14:45 oder 15 Uhr möglicherweise Trades beim US-Dollar zu eröffnen, eben wenn sich der Staub nach den News gelegt hat. Oder auch Fake-Manöver zum Beispiel, wie wir beim Euro-US-Dollar gestern Abend gesehen haben, schöner Ausbruch nach oben, dann ging es wieder runter Richtung Opening. Da will ich lieber erstmal abwarten, was nach den News passiert, um dann noch in den Momentum reinzuspringen. 16:30 hier, heute Nachmittag ganz spannend. US-Dollar und Kanadisch-Dollar generell ja hier sehr sensitiv, was Ölpreisbewegung angeht. Ich meine, Martha wird das WTI auch im Fokus haben oder auch den Brent oder Gold, whatever. Auf jeden Fall rohstofftechnisch hier auch mal ein Stück weit Finesse, wobei natürlich hier die Erdgaslagerhaltung auch hier mit dem Ölpreis im Kontext zu sehen ist und da kann sich auch heute Nachmittag ein Stück weit was beim kanadischen Dollar tun. Also hier haben wir noch einiges vor uns. Ansonsten plätschert der Markt jetzt so dahin, was natürlich das Ungünstigste ist, um hier einen schönen Event, Live-Trading-Event draus zu machen, aber es ist ja insofern auch live am Markt. Und für alle DAX-Fans mal kurze Frage, wer handelt denn von Ihnen den DAX gern an die Zuschauer jetzt gerichtet? Wer sind da so DAX-affin? Wer handelt denn viel und gern den DAX? Vielleicht da mal ein Statement bringen. Ja, sind doch einige. Aber nicht alle. Ja, auch oft. Der DAX hat natürlich Movement. Der DAX bewegt sich natürlich hier sehr, sehr aggressiv in die eine oder andere Richtung. Und ja, Trading Talk, weil ich es gerade sehe, von Michael hat er auch ein schönes Setup, meines Erachtens an die Pivotpunkte auch eng angelehnt. Hier jeden Tag nur ein Trade abzufolgen. Es gibt ja einige Marktteilnehmer, die auch das Open Range Breakout handeln beim DAX zum Beispiel. Also hier die erste Handelsstunde und dann den Breakout oder die vorbörsliche Indikationen des Breakouts. Also da ist schon vieles möglich, weil der DAX sich ja auch generell sehr, sehr stark bewegt. Und ich gucke mal, ob ich mir den DAX jetzt mal hier nochmal direkt reinhole. Dann muss ich mal die andere Plattform nehmen. So. Auch hier beim DAX ja auch generell der Rainbow natürlich anwendbar. Zack. Ja, also jetzt mal hier mal eins. Gar keine Frage. Hier im M15 Harikiri. Rainbow technisch uninteressant. M5 eher eine Short-Tendenz. Aber wir sehen auch hier
in der 24-Stunden-Indikation, wohlbemerkt hier die Reaktion in der Nacht und dann hier die Reaktion mit dem Start in die European Session, leichte Erholung, jetzt geht es runter und die Range ist im Prinzip auch schon relativ ausgetatscht. Also wir sehen, der DAX, der hatte schon deutlich stärkere Bewegung. Wir sind aktuell hier so im Schnitt 150, 160 Punkte unterwegs. Und wenn er bei 10.200 steht, dann haben wir im Prinzip auch hier die Range heute schon abgeschöpft, ja, auf den 24-Stunden-Cash-Index sozusagen bezogen. Und das ist natürlich eine Sache, da ist natürlich auch schon wieder relativ viel an Luft raus. Aber der Rainbow oder das Trend-Momentums-Prinzip kann man auch auf den DAX anwenden, wobei ich will es mal so sagen, der DAX ist mir manchmal ein bisschen zu biestig und eben auch sehr, sehr abhängig von diversen Meldungen, was natürlich einerseits gut ist, aber mir ist es da eher vornehmlich, dass ich da mich auf die Devisen fokussiere, auch weil der Devisenmarkt natürlich viel, viel liquider, viel, viel preiseffizienter ist. Wir sprechen hier über einen 5 Billionen US-Dollar-Markt, Zahl mit 12 Nullen am Rande, also unvorstellbar. Jetzt demnächst kommen die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen raus. Die Zahlen, die ich jetzt nannte, 5,3 Billionen waren es aus 2013. Wir haben jetzt 2016. Da kommt jetzt hier von der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, ich meine jetzt im April oder spätestens dann im September, der neue Report. Und da bin ich mal gespannt auf die Devisenmarktentwicklung, weil wir werden alle noch gut im Kopf haben, wie 2014 die Volatilität zurückgegangen ist. Hast du das auch gemerkt, Martha, eigentlich? Ja, habe ich. Tut mir leid, ich habe sie gar nicht zugehört. Ich beobachte gerade ein WTI. Das ist doch Du fantastisch. Das bist beim müsste. DAX. Das muss doch auch sein. Das ist doch überhaupt kein Problem, um Gottes Willen. Also Ich habe mich total jetzt ausgelockt. fokussiert Nee, auf den Markt. was ich zum DAX sagen wollte, ich habe den im Januar ganz oft getradet, sogar zusammen mit einem Stream-Teilnehmer, mit dem FRA. Der zählt vorwiegend ja Optionen, haben wir uns immer morgens ausgetauscht und das habe ich dir auch gestern erzählt. Wo es nur abwärts ging, habe ich super Gewinne eingefahren, weil mir einfach die Shorts im DAX besser gelingen als die Longs, ja. Und das war ja auch der Grund, wieso ich ja so viel Geld verloren habe, weil ich im Bullenmarkt versucht habe, ständig irgendwelche Shorts zu machen und das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, und man soll sich niemals in einen Basiswert verlieben, ja. Viele denken, oh, DAX ist überall präsent, Zeitungen, Fernseher und dann denken viele, oh, ich kann das, das ist ja easy going, aber so ist es halt nicht, ja. Und ich bin da auch so volatil im Moment, dass ich da immer vom Markt fliege. Also im Moment bei mir kein DAX Trading. Ja, das ist natürlich eine richtige Einstellung, wenn man das natürlich weiß. Also wie gesagt, DAX hat mir langfristig, also sagen wir jetzt auch nicht den Erfolg gebracht, muss ich ganz sagen. Man muss sich aber natürlich auch auf verschiedene Underlyings konzentrieren und der Forex-Markt, wie gesagt, mit 28 Währungen plus Gold und Silber 30 hat man eigentlich alles abgedeckt, was der Markt hergibt. Also rein vom Forex-Markt, das ist schon eine Beschau. Man kann fast sagen, man handelt die 30 DAX-Aktien einzeln, um dann sozusagen immer die Sahnestückchen rauszupicken. Das reicht im Prinzip, zumal man ja auch, ich nenne es ja auch immer die Top 15 FX-Pairs, die muss man ja auch erstmal im Fokus behalten und eben da auch filtern nach Setups. Deswegen eben hier von mir die Forex-Bull-Software oder auch der Rainbow-Ansatz, dahingehend wichtig, dass man da eben so ein Stück weit Filter hat, um aus den, sage ich mal, 15 bis 30 Währungen oder auch nur 10, 15 da eben die interessantesten für den Tag rauszufiltern, um dann eben da seine Chancen zu suchen. Und die meisten handeln eben tatsächlich nur den DAX, der sicherlich volatil ist, aber auch nicht immer Chancen bietet. Und wenn man da eben auch zu aggressiv handelt, also jetzt nicht beispielsweise wie Trading Dog oder andere, ein Trade am Tag, eben mit einer klaren Disziplin, mit einer klaren Vorgabe an Setup, was mache ich wie, wo sind meine Entries, Exits, Stops und wie gehe ich da eben vor. Wenn man da eben so in den Aktionismus verfällt und dann eben Harakiri-Trading betreibt, dann kann das beim DAX sehr, sehr teuer werden. Und natürlich auch, wenn man gegen die vornehmliche Trendrichtung geht. Otmar, nochmal die Frage, den JFD-DAX. Den kleinen im Zehntelbereich, richtig, der ist schon in der Beta-Phase, also es gibt schon Live-Tests dazu. Ich habe jetzt am morgigen Tag noch einen Call mit dem Brokerage-Team und dem COO Lars direkt. Da werden wir das nochmal fixieren, weil Ende April war ja anvisiert. Wie gesagt, es läuft schon. Wir werden da auf jeden Fall, ja, vielleicht morgen, spätestens eben dann, Ende April ist ja dann praktisch auch schon Ende der Woche, hier den Launch dann erwägen. Aber wir wollen natürlich 100% sicher gehen, dass die Pricings auch so gut durchgeroutet werden, wie wir uns das vorstellen. Und das hängt natürlich immer von unseren Preis- oder Liquiditätsanbietern ab, mit denen wir da hier im Gefecht sind, sozusagen. Ansonsten ADR Low, ja, das ist im Prinzip hier.
Nichts anderes als die Tagesspanne, okay? Wenn wir jetzt hier, Sie sehen, der DAX hat eine Range aktuell von 152 Punkten vollzogen und die ADR-Spanne hier sind 155. Das heißt, wenn der den absolviert hat, also diese 155 Punkte, dann hat er im Prinzip seine Tagesspanne der letzten 14 Tage absolviert. Und auch hier unten schön zu sehen, das ist die Average Daily Range, ja? Eben hier 140, 150, das ist immer so ein Mittelmaß, also machen Sie es nicht auf den Punkt fest, immer noch ein Stück weit roundabout, aber wir sind eigentlich schon satt, wenn man das mal so sagen will, ja. Das heißt, die Märkte haben schon viel transportiert in der Nacht, das ist relativ ungünstig für ein Live-Trading, aber jetzt hier eben ein anständiges Chance-Risiko-Verhältnis zu finden, ist wirklich die Herausforderung. Das muss man eben erwägen. Jetzt ist noch Wolfgang fragt nach dem Momentum-Indikator. Das ist wahrscheinlich die Geschichte mit den Währungsstärken, Martha. Da musst du, wie gesagt, nachher nochmal einen kleinen Post starten. Ich werde dann bei mir im Chat auf jeden Fall da nochmal eine Ankündigung machen, dass wir heute Nachmittag nochmal am Start sind und werde dann auch nochmal darauf verweisen, dass wir uns die News direkt live anschauen, auch mal die Spreads, wie entwickelt sich Euro-US-Dollar, was schnippt da eigentlich hin und her, weil bislang ist es ja wirklich eher mau. Öl steigt, lese ich gerade. Martha, wie sieht's aus? Ja, 10 Cent. Naja, immerhin. Ne? Besser als gar Ich nichts. wollte gerade sagen, das ist als nichts. Es gibt Schlimmeres, glaube ich. Ja. Es könnte ja auch 10 Cent nach hinten gehen. Ja, das ist auch wahr. Das ist auch wahr. Ne? Also US-Dollar Cut, gut, zäh, ein Stück weit. Wir schauen uns mal kurz US-Dollar-Yen an, wie der heute hier deutlich über Range unterwegs ist. Moment. Den Momentum-Indikator, den ich jetzt hatte, der ist in der Tat kostenpflichtig gewesen. Den kann ich so nicht rausgeben. Aber hier sehen wir nochmal beim Yen hier den Verlauf. Also Rainbow zuvor positiv. Ja, das war natürlich eine schöne Erholungsphase. Hier der Break in der Nacht und jetzt sind wir hier. Also wenn die Märkte jetzt massiv nach oben drehen und Oh, hier sind jetzt das britische da war Pfund. jetzt gerade. Entschuldigung. Was denn? Was geht ab? Entschuldigung. Na, jetzt tut sich was. Britische Pfund sehe ich auch Nur, gerade, bewegt sich. ja, deswegen, oh. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Nee, nee, das ist ja genau der Punkt, wo wir hier aktiv sind. Also wir hatten ja eine Long-Überlegung beim britischen Pfund. Ja. Aufgrund des Momentums hier im Stundenchart wundervoll. Hätte man wagen können. Hier im M15 unklar, aber das war ja die Thematik, wo wir, weiß ich nicht, vor einer halben Stunde gesprochen haben. Muss jeder Ja. sein Setup finden. Britisch Pfund jetzt von der Stärke her hat mich jetzt aus den großen Timeframes nicht überzeugt, aber ich habe es eben gerade gesehen, dass das britische Pfund insbesondere anzieht. Genau, Kurz. gab starkes Momentum. Ganz starkes Aber da Momentum. hätte man mal was schnippeln können. Ja, da, durchaus, aber wenn man eben live quatscht, das ist ja immer noch was anderes. Man hat ja nicht immer den Blick Ja. auf die Monitore. Also Ja, zum ja. Beispiel, weil Martha das ja vorhin anbrachte, zum Beispiel hier, das ist aber ein Foto schon nicht mehr ganz aktuell, aber das ist sozusagen meine Workstation, mein Arbeitsbereich. Ja, hier bin ich gerade aktiv mit Ihnen an diesem Bildschirm und das ist praktisch die Trading Station, die sozusagen rund um die Uhr mitläuft und da habe ich auch mal hier gestern einen Screenshot gemacht. Die sieht zum Beispiel so aus. Ja, also das heißt, auf den vier Bildschirmen ist hier Euro-US-Dollar im Scalp-Modus unterwegs. Den habe ich eh immer auf der Pfanne, weil der natürlich eine Indikation für alle anderen Währungen auch ist. Euro-US-Dollar die größten Währungsräume, deswegen immer interessant und zu beobachten. Hier oben für den einen oder anderen die FTSE Intraday-Logik. Für mich auch immer statistisch interessant, wohin gewisse Währungspaare tendieren können. Hier die Top 15 und dann eben immer noch die Exklusivauswahl, wenn ich irgendein Spezielles suche. Und hier oben habe ich dann immer die interessanten Rainbows für mich sozusagen gecovert. Und das sieht jetzt praktisch ganz genauso aus hier unten auf der Trading Station, die Währungsstärke-Indikation, um eben hier dann zu schauen. Also wenn ich da jetzt engmaschig am Pfund gewesen wäre, dann hätte das sicherlich klappen können, dass man da einen Einstieg auch starten würde. Aber Schnippeln ist auf jeden Fall Darf ich erlaubt. schon haben? Bitte? Schnippeln ist auf jeden Fall erlaubt. Ja, jetzt ist vorbei mit Schnippeln. Ja, das ist im Prinzip, das ist eben, wenn man jetzt im 5-Minuten-Chart unterwegs ist, dann ja, mal 15, 20 Pips, wenn da eine Momentumbewegung kommt, ist da auf Ja. jeden Fall drin. Hier British Pfund, Schweizer Franken. Durchaus noch interessant. Das will ich Ihnen jetzt nochmal Ja. zeigen, gell? Auch vor dem Hintergrund der FTSE-Vektorlogik. Den hatte ich ja heute Morgen. Ich muss jetzt mal hier die Excel-Tabelle nochmal aufführen. British Pfund, Schweizer Franken, Rainbow ein Stück weit unklar. Sagen wir mal jetzt hier nochmal die Grobtendenzen. Also wir haben hier ein bullisches Setup, da gehe ich gleich drauf ein auf dem FTSE-Logik-Tool. Wir haben einen bullischen Tag. Wir haben einen leicht bullischen H1, den wir gerade gesehen haben. M15 war leicht bärisch. Aber grundsätzlich das
Gesamtpaket, so will ich es jetzt mal nennen, sieht bullisch aus. Ja? Und wir haben hier einen sehr, sehr bullischen H1 und der konsolidiert hier innerhalb der Asia-Range. Und jetzt will ich Ihnen nochmal die Fuzzy-Logik zeigen. British Pfund, Schweizer Franken, heute hier mit einem sehr, sehr bullischen Pattern. Also das nochmal zur Erklärung. Diese Logik hier zeigt einfach historisch zurück betrachtet, anhand der Tages-Candle-Bar-Charts hier, nicht Candle, sondern anhand der Tages-Bar-Charts, wie die Preise sich hier entwickeln können, theoretisch vielmehr in der Vergangenheit entwickelt haben, bei so einer Pattern-Konstellation der letzten 3, 4, 5 Tage. Das heißt, der scannt hier immer den Markt und wenn ein ähnliches Muster auftaucht wie in der Vergangenheit, dann ist es zum Beispiel jetzt so gewesen, dass in 63% der Fälle, also mit 32%iger Trefferquote, 127 Mal ein positiver Tag bei rauskam, mit einem Schnitt von 0,46%. Hoch wäre bei 1,42, das ist deutlich hier, 1,42,28, 1,41,26 das lokale Tief. Da sind wir heute natürlich schon ein Stück weit drunter gegangen unter das eigentliche Fuzzy-Vektorlogik-Tief. Die statistischen Daten werden immer so zwischen 5 und 7 Uhr in der Früh erstellt. Aber so grundsätzlich verspricht das eigentlich schon mal noch Momentum. Das heißt, das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, den halte ich mal im Blick. Wenngleich von der Währungsstärke Schweizer Franken, naja, noch ein bisschen zu stark ist. Deswegen kommt das britische Pfund ja auch nicht vom Fleck im Vergleich zum US-Dollar. Ist interessant zu sehen. Also der Schweizer Franken hier auch stark indirekt, was jetzt eben das britische Pfund gegenüber dem Schweizer Franken, also das britische Pfund in Schweizer Franken gehandelt, hier an der Performance hindert. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt mal, das kann man so ein bisschen als Gimmick für den Tag vielleicht nehmen, wenn das britische Pfund zum Beispiel, jetzt gehen wir auch mal auf den Wochentag heute, ja, Sie sehen hier ja, generell eine bullische Stats während der letzten 52 Wochen, ja. Aber interessant wäre es für mich, und das kann man jetzt mal so ein Stück weit auch mitpinnen, wir gehen mal in den M30 rein. Rainbow, erinnern Sie sich, liebe Zuschauer vom Webinar des Rainbow Tradings, sehr, sehr bullisch positiver Rainbow. Klappt jetzt in sich zusammen, aber das große Geld, also die großen Momentums-Trader, die man kann sagen, langfristigen, mittelfristig orientierten, die sind hier noch bullisch. Sie sehen es am roten GD und auch am lila GD, die sind positiv aufgefächert. Das Einzige sind hier die kurzfristigen, die hier richtig reinschlagen. Und jetzt ist eben die Frage, ob der nach unten durchspinnt oder nicht. Von der Fuzzy-Vektorlogik her nicht. Und das wäre für mich heute ein sehr, sehr interessantes Signal, wenn wir hier über die Asia-Range rausgehen. Also wenn wir ein neues Tageshoch machen, hier den Pivotpunkt sogar noch, wäre es noch sicherer mag, zum Beispiel den Pivotpunkt hinter uns lassen würden, der kann rein von der Logik her und auch vom Rainbow-Momentum dann auf eine Bewegung setzen, die hier in Richtung Vorwochenhoch, vielleicht sogar hier ADR-High-Vortageshoch reicht. Und da sprechen wir dann doch schon hier über 40, 50, 60 Pips, die es hier auf der Oberseite zu holen gäbe, wenn wir ein neues Tageshoch machen. Also British Pfund, Schweizer Franken, definitiv sehr, sehr interessant für ein mögliches Long-Setup, wenn er eben hier aber dann rauskommt. Das heißt, das britische Pfund muss hier klare Stärke beweisen, Schweizer Franken muss ein Stück weit abklappen, sonst wird das hier nichts. Also hier innerhalb dieser Range jetzt, wir sind jetzt mitten in der Asia-Range, auch am Opening, das sehen Sie ja sehr schön an der Doji-Kerze. Das hier ist die Candlestick-Tageskerze, sinnbildlich. Hier das Gelbe ist der Open Price, da sehen Sie auch hier den kleinen Körper von der Kerze sozusagen hier direkt am Open. Und wir sind hier, das ist absolut Harakiri. Wer jetzt hier einen Einstieg wagt, der kann auch theoretisch die Münze werfen. Natürlich Momentum bullish, Fuzzy-Vektorlogik bullish, Wochentag bullish, spricht viel dafür, dass wir nach oben gehen, aber es ist noch nicht wirklich klar. Klar wäre es aus meiner Sicht oder zumindest die Wahrscheinlichkeit eines erhöhtes Momentums nach oben wäre erst bei mir über der Asia-Range, Schrägstrich speziell noch über dem Pivot Point gegeben, der eben hier Blau ist so schlecht zu lesen, 1,41,44, ja, wenn wir da drüber gehen. Dann wäre das ganz interessant. Und vor allem die Range zeigt auch noch hier schönen Spielraum. Wir sehen aktuell 50 Pips gelaufen, sind nah am Opening, also hier ist wirklich noch alles offen, aber tendenziell so in Richtung 100, zwischen 100, 110, 106 Pips können wir uns hier bewegen. Das heißt, das Doppelte an Potenzial haben wir theoretisch hier beim British Pfund Schweizer Franken. Also ganz interessant, wie ich finde, sollten wir uns auf jeden Fall mal vormerken, für den weiteren Tagesverlauf, wenn natürlich ein Tagestief jetzt hier gerissen wird, also der Rainbow sozusagen weiter nach unten aufklappt, sich nach unten sozusagen spinnt, dann hat sich das im Prinzip natürlich mit den ganzen positiven Rahmenbedingungen, die wir gerade angesprochen haben, erledigt. Ja, dann ist das natürlich hier definitiv abzuhaken, die Aktion. Aber wenn man im Nirvana der Währungen sucht,
dann wird man hier zum Beispiel eben beim britischen Pfund Schweizer Franken durchaus fündig. Das Momentum beim britischen Pfund ist jetzt auch schon wieder ein Stück weit zurückgekommen. Hier sehen wir es. Kurzfristiges Geschnippel, wunderbar, hätte geklappt. Also zumindest die Idee vorhin, ich weiß gar nicht, welche Kerze es genau war, aber wir waren hier so ein Stück weit mittendrin um 1,4585. Das hätte hier was bringen können, aber jetzt muss man natürlich auch sehen, der Stopp theoretisch hier aus dem M15 heraus, letztes Tief, so im Bereich 20, 18, 20 Pips, vielleicht diese Kerze, 24 Pips und nach oben gab es zu holen 34 Pips, also CHV von knapp 1,5. Wenn man hier in der Spitze verkauft hätte, ein erstes Ziel wäre das Vortageshoch gewesen, aber selbst das hat nicht gereicht, also schon ein Stück weit tricky. Also das kurzfristige Schnippeln hätte sich lohnen können, aber so richtig als Momentum-Trade hätte sich das jetzt fast aufgrund dieser aktuellen Umkehr, die wir hier jetzt schon wieder prompt sehen, durchaus wieder erledigt. Michi aus Österreich. Nächsten Monat positiv, ja. Also britische Pfund ja ein Riesenthema wegen dem Referendum am 23.06. Don't forget, es geht um die Brexit-Geschichte. British Pfund wird am 23.06., also 22.06., 23.06., 24.06. aufgepasst, meine lieben Zuschauer, da werden wir eventuell vielleicht dann auch direkt ein Live-Trading-Event starten, um das britische Pfund hier zu covern. Mal schauen, aber auf jeden Fall ist das ein Riesenthema. Ich meine, die Tendenzen, dass Great Britain austreten könnte, mit den ganzen Nachteilen, die sich ja da verknüpfen, sind ja mittlerweile schon kundgetan. Das heißt, auch die Buchmacher in England, also die Quoten gehen so unter 30%, meine ich, unter 35%, dass es wirklich zum Brexit kommt. Tja, wenn es dazu kommen würde, was ich nicht glaube, dann wäre das eine Riesenüberraschung und ich glaube, das britische Pfund würde dann in den Sell-off übergehen. Also es wäre eine Katastrophe für England, weil Obama kündigte ja auch schon an nach dem Motto, die Wirtschaftsbeziehungen, also sag mal, um wieder auf ein Niveau der Wirtschaftsbeziehungen zu kommen, wie wir denn jetzt wären, würden 5 bis 10 Jahre vergehen, wenn Great Britain sich hier wirklich von der EU abkoppelt, weil die ganzen bilateralen Verträge und die ganzen organisatorische Know-how, also wenn Großbritannien rausgeht aus der EU. Ich glaube, das hätte viel, viel mehr Nachteile als Vorteile. Und die Briten sind ja eher konservativ und ich kann mir ähnlich wie beim Schottland-Referendum nicht vorstellen, dass sie da hier groß auf Spekulation aus sind, weil ich meine, die Nachteile am Horizont sind viel, viel deutlicher zu sehen als die Vorteile eines möglichen Austritts. Deswegen ist es fast schon klar. Das heißt, es ist natürlich schade, dass jetzt im Vorfeld schon die Tendenzen so relativ klar sind, aber wie es auch kommt, ich denke, einen Erholungseffekt dürfte es trotzdem geben, wenn die Entscheidung dasteht. Und das britische Pfund hätte ich mir im Vorfeld natürlich schon schwächer gewünscht. Da können wir auch mal kurz auf den großen Chart eingehen. Hier zum britischen Pfund. Sie wissen es, alle, die das Devisenradar auch mit beobachten, dass meine favorisierte Präferenz eigentlich das Niveau hier in Richtung 1,35 war. Er hat es nicht ganz gepackt. Wir waren hier im Tief bei 1,38 irgendwas. Das wäre so ein Dream Level gewesen. Jetzt sehen wir hier die Erholung, insbesondere letzte Woche, aktuelle Woche, jetzt hier Widerstandsbereich, Obacht geben, ne? Hier großes Thema. Level um 1,45, 50, 1,45, 70. Hier muss man wirklich aufpassen, was der Markt jetzt macht an diesem Widerstandsniveau. Ja, also das wird sehr, sehr spannend, das mal im Auge behalten, britisch Pfund, aber jetzt hier weniger aus Intraday-Gesichtspunkten, sondern vielmehr aus dem Big Picture heraus. Was macht eigentlich das Öl? Oder schon eingeschlafen am Monitor? Ja, Moment. Wolltest du jetzt zu mir rüberschalten, Chris, oder? Könnte ich machen, wenn wir das Öl noch mal kurz besprechen wollen, wenn da was geht. Ich bin mir jetzt nicht schlimm, ich habe jetzt Öl noch nicht aufgehoben. Nee, das ist gerade aus der Asia-Range ausgebrochen und jetzt läuft es ein bisschen gegen mich. Also nach unten. Momentan nimmt. Bitte? Nach unten aus der Asia-Range. Ja. Okay. Nach oben, nach oben. Du warst ja long, das ist doch gut. Nee, also es kommt jetzt langsam zurück. Momentan Ach nimmt so. wieder Dollar an Stärke zu. Jetzt schauen wir mal, wie sich weiterentwickelt. Der Okay. Luni, vielleicht kriegt man noch einen Shot im Luni. Der Ja. korrigiert gerade schon, aber da ich ja schon WTI Long bin, gehe ich natürlich nicht Luni Short. Ja, sonst, wenn es schief läuft, dann läuft es vielleicht beides schief. Guter Punkt, das können wir gleich nochmal anschauen, wenn wir zum Luni gehen. Also British Pfund, wie gesagt, hier sehr, sehr interessant. Saisonalität eher bärisch, ne? Jemand, das so mit Vorausschau auf die kommenden 60 Tage, sieht es eher nach unten gerichtet aus, die ganze Geschichte. Wir sind jetzt hier am Widerstandsniveau. Also wer jetzt hier eine Swing-Trading-Idee
haben wollte, der könnte zum Beispiel hier beim britischen Pfund mögliche Short-Einstiege suchen auf aktuellem Niveau. Im Sinne eines Rücklaufs aufgrund des aktuell erreichten Levels, was wir hier 2015 als Tief hatten, dann hier im Januar 2016 als Durchbruch, wo es dann weiter nach unten ging, dann hier Retest im Februar, dann leichter Retest hier Mitte Februar und jetzt genau an diesem Niveau sind wir hier, also ein hervorragendes Widerstandslevel. Ja, man darf gespannt sein. Wenn die Woche drüber geht, dann dürfte es sicherlich weitergehen. Also der Wochenschlusspreis hier über 1,46 ist, dann denke ich, dürfte es auch durchaus noch 1, 2, 300 Pips weiter nach oben gehen. Aber wenn wir hier scheitern, könnte das ein schöner Swing Short werden. Auch die Saisonalität beim britischen Pfund deutet ja hier für Mai erstmal eine kleine Schwäche an. Also sieht ganz interessant aus. Gehen wir mal zum Luni nochmal. Britisch Pfund hier sehr nüchtern. Rup. Also ich habe auch sonst jetzt von den Crossrates nicht wirklich was Spannendes, ist schade, aber so ist es nun. Hätte gern vielleicht auch britisch Pfund Neuseeland-Dollar oder lassen wir mal einen Cut Schweizer Franken, habe ich auch diesen Monat einige Male auf dem Schirm gehabt. Da sind wirklich die Crossrates, die auch interessant sind, wenn eben hier gewisse Währungsspannungen entstehen. Luni, wie gesagt, hier für alle Fibonacci-Fans, wenn man jetzt mal dann eben hergeht vom Tief, ja, also hier geht es nicht unbedingt genau um die Fibonacci-Levels, aber die muss ich jetzt mal gelb machen, die sind jetzt schwarz. Moment. Warum auch immer? Das war, glaube ich, ein anderes Template. So, machen wir die auch mal gelb. Oder Gold, nicht wahr? Wenn schon, denn schon. So. Drehen wir es nochmal um, weil wir die Zahlen auch nicht gesehen haben. Also das dient nur dem Zweck, eine ungefähre Vorstellung von Rückläufen zu bekommen. Ja? Also Fibonacci-Level auch statistisch bewiesen, das dreht alles mehr oder weniger irgendwo zwischen 33% und 66%. Ob das jetzt genau beim goldenen Schnitt 61,8 oder 38,2 dreht, ist erstmal irrelevant. Aber wir haben hier zumindest mal eine Rücklaufintention. Und zu Fibonacci kann man da nur ganz kurz sagen, wir haben hier negatives Trendmomentum. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der US-Dollar-Cut im Trendimpuls weiter nach unten läuft, sehe ich als hoch an. Und jetzt haben wir hier sozusagen die Fibo-Levels, also vom aktuellen Tagestief zum Asia High. Und zwischen 38 und 61 haben wir auch dann noch das Vortagestief liegen. Und hier in diesem Bereich, jetzt gerade auf die MACD-Candles bezogen oder auch beispielsweise, wenn man mit Heiken-Ashi-Kerzen traden würde, könnte man jetzt, sehen wir hier eine schöne Erholung, die Kerze wird schon khaki. Das heißt, wenn es weiter so geht, haben wir hier in Bälde solche weißen Kerzen. Und wenn es dann aber hier so eine Abschwächung gibt, das kann dann auch eine Candlestick-Formation nach Art eines Shooting Stars sein oder eben auch hier eines Bearish Engulfings, wenn man jetzt auf die Candlestick-Muster steht. Letztlich, sobald hier die Färbung wieder rot oder hellrot, dunkelrot wird, wäre es dann trendfolgend durchaus eine Idee, hier auf einen Short zu setzen, der dann eben trendfolgend in Richtung neuer Tagestiefs laufen dürfte. Also das ist das, wo man jetzt eben Geduld braucht und eben mal abwarten muss, was der Preis macht. Aber es geschieht zumindest mal das, was wir uns vorhin vorgestellt haben, trotz des neuen Tiefs. Das heißt, es läuft jetzt hier eine Impulsbewegung, eine Erholungsbewegung nach oben. Und nochmal zu deinem Trade WTI. WTI und Öl, sagen wir, läuft an. Schalten wir gleich mal zum Bildschirm zurück. Aber da haben wir natürlich eine enge Korrelation. Also mit Cut und Öl, also der kanadische Dollar ist genauso wie mit der norwegischen Krone. Die hängen am Öl. Das sind Rohstoffwährungen, insbesondere Ölwährungen. Und was der Ölpreis da natürlich macht, spiegelt sich hier dann immer auch auf die Währungen um. Also einerseits bullisch, andererseits bärisch. Die Korrelation ist hier nicht zu verachten. Und wir haben ja die Ölpreiserholung gesehen, insbesondere seit Januar, die massive. Und was hat der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar gemacht? Hat extrem abgewertet. Also der kanadische Dollar hat aufgewertet. Ja. Und das ist immer eine Korrelation, die man hier eng betrachten muss. Und Martha ist long im Öl. Und das spricht eigentlich schon dafür, dass auch jetzt hier der kanadische Dollar entsprechend profitiert. Er tut es jetzt noch nicht in Gänze, aber er kommt auch nicht so richtig hoch. Jetzt kommt er wieder ein Stück weit runter. Wie gesagt, reines Intraday-Setup. Ich würde jetzt hier drauf plädieren, dass er noch ein Stück weiter höher geht, theoretisch. Also der US-Dollar sozusagen stark wird, der kanadische Dollar schwach, was jetzt nicht unbedingt zum Bild vom WTI passt, das steigt. Aber ich gebe mal den Bildschirm kurz nochmal zu dir rüber, Mata, dass du uns mal zeigst, wie sich das WTI aufzeigt. Ich gehe mal rüber zu dir. Okay? Okay. So, wenn der Bildschirm dann von Martha gleich zu sehen ist, aber jetzt kurze Frage, Ottmar, was ist denn hier mit immer wieder gestört werden? Mal kurzes Feedback, Ottmar, was ist mit gestört werden? Kurz mal ein Feedback, was meinst du damit? Ansonsten jetzt mal zum WTI.
Also ich höre dich wunderbar, Chris. Ja, ich habe auch hier überall grüne Sphären, deswegen ich glaube, ich will nochmal drauf eingehen, weil der Ottmar, ach so, er wird privat gestört sozusagen, also kann sich wohl nicht auf das Webinar konzentrieren, aber natürlich gibt es eine Aufzeichnung, Sound ist gut, höre ich auch gerade. Aber zur Long-Idee mal wunderbar eingefangen, da ging es eben darum, du hast jetzt schon antizipiert diesen möglichen Ausbruch, ein Ja, Stück weit ich ziehe riskant. auch schon mein Stopp ein bisschen nach unter ins letzte Tief. Erstmal hatte ich es ja unter ein Pivot gehabt, jetzt ziehe ich schon mal ein bisschen nach. Da wird ein bisschen Risiko aus der Geschichte genommen, ja. Ja, mal schauen, was denn Nachmittag noch bringt. Gell? Da ist ja, wie gesagt, alles offen. Was ich vermute auch nochmal, hier am Vortageshoch kommt auch zu einer Gegenreaktion, falls ich jetzt noch nicht hier eingestiegen wäre oder zum Beispiel hier der Ausbruch aus der Asia-Range nicht getreten hätte, hätte ich dann gewartet, bis zum Vortageshoch kommt, vielleicht nochmal einen kleinen Schlenker nach unten machen und dann nochmal hoch. Aber wie gesagt, man weiß ja nicht, wie die Amerikaner heute, was die machen, Ja, wenn wie sie gesagt. drin sind. Und es kann ja alles wieder drehen, dafür ist aber mein Stopp los da. Genau, also dem, Ja. was ja, sag ich mal, interessant war, wir haben jetzt die Kerzen angesprochen, die sich jetzt A schon weiß gefärbt haben, dann jetzt letztlich auch innerhalb der Asia-Range. Das heißt, da wäre der Einstieg durchaus auch schon möglich gewesen. Jetzt hier im M30 haben wir auch eine schöne Kerze, die jetzt hier nach draußen zieht. Ja. Und das war ja das, wo wir vorhin gesagt haben, okay, der Markt formiert trendtechnisch bullisch. Ein Ausbruch nach oben ist wahrscheinlicher als nach unten. Erinnern Sie sich auch an das Webinar, und Marta weiß das auch noch gut, in Sachen Trendmomentum, also die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend sich fortsetzt, ist höher, als dass er sich umkehrt. Natürlich gibt es immer wieder Wellenbewegungen und Rückschläge, deswegen muss man sich natürlich mit Stops absichern, aber hier ist das Trendmomentum erstmal gut erfasst worden. Und Günther, du schreibst gerade, wann gibt es ein Live-Trading? Also das mit dem BTI war ein Live-Ansatz, den die Marta hier reingeschossen hatte. Ich selbst habe hier nichts gemacht. Aus dem Währungsbereich hier alles nicht so dynamisch, obgleich hier den US-Dollar, Kanadisch-Dollar mit Rücklauf haben wir jetzt auch schon bewertet. Das heißt, das kann natürlich hier auch noch während der Mittagszeit, während der Nachmittagssession hier zu einem schönen Einstieg führen. Also ich denke, hier ist durchaus was an Input rübergekommen, und wir haben jetzt sicherlich nicht Scalp-Trading mit einem Minuten-Chart gemacht, weil es ohnehin jetzt schlecht zu transportieren ist. Von daher die WTI-Geschichte sehr schön eingefangen, Martha, wunderbar. Mit dem US-Dollar-Cut, das nehmen wir in den Fokus. Das schaut halt eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss man sehen, wie es macht. Du hast auch das Risiko schon ein Stück weit rausgenommen. Durchaus nachvollziehbar. Das heißt, nochmal den WTI vielleicht nochmal auf dem Schirm hat er, vom Rainbow her, man sieht jetzt, dass er eben aus der Asia-Range rauszieht, Richtung Vortageshoch. Jetzt die Dynamik lässt noch zu wünschen übrig, ja, also er plätschert so dahin, aber er sollte natürlich jetzt nicht mehr deutlich in die Asia-Range reinfallen. Also ich vermute, du wirst irgendwann wahrscheinlich den Stopp noch ein Stück enger nachziehen, oder lässt ihn da unten. Das ist dann. Also wenn der jetzt noch bis zum Vortageshoch käme, würde ich denn hier drunter setzen und das letzte Tief in 5 Minuten. Aber im Moment muss ich dem mal ein bisschen Luft zum Atmen lassen, Ja, weil genau. sonst werde ich unnötig ausgestoppt. Weißt du, also das ist natürlich auch eine wichtige Botschaft, dem Markt da hier ruhig Spielraum zu geben. Das erfordert natürlich auch wirklich Geduld. Es ist teilweise auch für viele schlimm, einen Trade, der schon vorne ist, dann doch im Verlust ausstoppen zu sehen. Ganz klar, eine schwierige Geschichte, also sagen wir emotional, also ein Gewinn, den man theoretisch buchtechnisch schon hat, dann wieder herzugeben, das ist die hohe Kunst des Handelns. Es geht aber eben darum, hier nicht kleine Gewinne abzufischen, sondern eben auf größere Gewinne zu setzen. Und beim Brent ist eben die Idee, dass er das Vortageshoch erreicht, und wenn er darüber ausbricht, kommt richtiges Momentum. Beim Brent war, sage ich, beim BTI. Und wenn das natürlich passiert, dann ist das eine Situation, die man spielen kann. Und ansonsten Hier hier. sieht man, hier sieht, Entschuldigung, hier sieht man auch genau, im Moment haben wir einen recht starken Dollar und der Cut hat nachgelassen, deswegen kommt auch der WTI zurück. Ja. Genau. Es ist die Frage, ob das sich jetzt ganz umdreht oder ist es jetzt nur eine Korrektur. Ja, das ist die Schauen wir Preisfrage. mal. Das ist die Ja, Preisfrage. genau. Das Das ist ist die. hier bei dem Währungsstärkeindikator, ist es hier das Momentum im oberen Balken, das ist so die Tagestendenz oder kann man sagen, ja. Also ich achte hier drauf, wenn ich jetzt scalpe oder so, Die schmalen auf Balken. den oberen. Genau. Genau, und da sieht man ja auch unten sehr schön, der Yen extrem
Jetzt sehe ich Ist gerade, der heute, genau, Bernd schaltet sich der gerade ist dazu. weiterhin Tag, aber ich meine, nach 380 Pips jetzt mit US-Dollar, japanischen Yen, kann man da jetzt nicht großartig noch Bewegung erwarten für heute. Man Ja, weiß ist. es ja nicht. Ich glaube, die Woche hat man es, glaube ich, letzten Donnerstag oder Freitag, wo ich auch dachte, oh, jetzt 150 Pip, da geht es nicht weiter, aber die Amerikaner haben den dann noch weiter nach oben getrieben. Ich glaube, da waren es auch über 250 oder sowas, Absolut, ja. absolut. Also wie gesagt, Ja. Yen, gleich mal zum Mitschreiben, der nimmt jetzt auch gerade, ich sehe gerade, der Yen legt gerade zu. Der Yen zieht gerade hier weiter auf Ja. neue Tiefs raus. Ja. Jetzt mal gucken, dass ich mir den nochmal auf dem Schirm hole. Moment, jetzt habe ich noch einen MetaTrader aufgemacht, den ich gar nicht aufmachen wollte. So. Gucken wir mal. Ich hole mir den Bildschirm nochmal rüber. Weil auch um eine Einschätzung des japanischen Yens gebeten wurde, können wir natürlich gern machen. So, kommt gleich wieder der Bildschirmswitch. So, da haben wir einen Yen, US-Dollar-Yen speziell. Also wie gesagt, 383 Pips sind wir schon gelaufen. Das ist deutlich über das Maß. Im Schnitt haben wir hier eine Range zwischen 90 und 100. Also dreimal mehr als eigentlich. Also vierfache Portion hier, fast 400 Pips, das ist schon eine dicke Hausnummer und wir sind vor dem Vorwochentief jetzt hier unmittelbar. Intraday-technisch kann man theoretisch, wenn jetzt hier lokale Hochpunkte genommen werden, nach oben auf einen starken Rebound setzen, aber das große Kapital hat sich hier eindeutig positioniert in Sachen Enttäuschung. Also hat hier den Yen massiv aufwerten lassen gegenüber dem US-Dollar, also absolute Yen-Stärke. Das muss erstmal verdaut werden. Hier irgendwo jetzt einen Einstieg zu finden, sehr, sehr kritisch, sehr, sehr spekulativ. Also hier würde ich intraday, und das hat der Omar vorhin schon gesagt, überhaupt nichts machen. Definitiv nicht. Auf dem Tagesschart schauen wir uns das gleich an. Ansonsten wie Ola zur Frage WTI. Wer gibt hier die Richtung vor? Ha, der Ölpreis oder der kanadische Dollar? Also letztlich der Ölpreis beeinflusst den kanadischen Dollar im extremen Maße und auch die norwegische Krone, weil eben hier steigende Ölpreise sozusagen die Rohstoffwährungen stärken. Also es ist indirekt so, dass die Währung oder gerade eben die Rohstoffwährung sehr sensibel auf solche Ölpreis-Lagerbestände, auf Ölpreis-Meetings reagieren, wie wir das vor 2 Wochen am Sonntag gesehen haben bei den Emiraten, wo es dann eben hier zu keiner Einigung kam. Also der Ölpreis hier, können wir uns direkt beim Luni nochmal anschauen. Hier auf Tagesbasis. Das war hier die Geschichte an dem Wochenende Mitte April. Ja, da ging es ja auch freudestrahlend erstmal mit einem großen Upgap in die neue Woche hier mit dieser Tageskerze und dann wurde es wieder gnadenlos abverkauft. Also hier hat sich das relativ schnell wieder in der Ernüchterung gezeigt, das Ganze. Und solange der Ölpreis stark bleibt oder auch steigt, dann dürfte der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar weiter fallen. Das ist schon mal hier die logische Konsequenz und technisch, das hatten wir auch im Devisenradar besprochen, haben wir hier bei 1,2380, 1,24 ein erstes tragfähiges Support-Level in Sachen Price-Zone, wo der Preis sich eigentlich stabilisieren könnte. Ja, aber Sie sehen hier, der Abwärtsdruck ist enorm, wo, obgleich natürlich, man darf nicht vergessen, was hier im Vorfeld passiert ist. Ja, schauen Sie sich das mal an. Sie wissen alle, der Ölpreis ist massiv zurückgekommen. Genau, hat sich hier extrem entwickelt. Wir haben es alle an der Zapfsäule gespürt. Und jetzt hat es sich eben entsprechend umgekehrt. Der Ölpreis hier jetzt wieder im bullischen Modus. Und genau jetzt kommt hier eine Korrekturwelle, was man eben fast schon hat kommen sehen. Ja, dass es sich so stark ausprägt, das war nicht zu erwarten. Die Frage war eben, wann stabilisiert sich der Ölpreis? Bei 20 Dollar, bei 25 Dollar oder bei 28, 30, wie er es jetzt getan hat. Letztlich nicht ableitbar, aber die Überhitzung war hier immer deutlicher zu erkennen. Und irgendwann war das Kapital auch satt, beziehungsweise die Spekulation um des Ölpreis wegen. Und wir wissen natürlich alle, dass wir jetzt Überkapazitäten haben. Also die reale, das hat jetzt weniger mit Spekulation zu tun, als vielmehr mit den realen Kennzahlen. Wenn ein Überangebot am Öl vorhanden ist, und das ist ja zweifelsohne noch der Fall im Sinne des Frackings und dergleichen, ja. Auch Iran mit dem Abkommen, was es dann vor einiger Zeit gab, mit der Aufhebung der Sanktionen, ja, also auch aus dem Iran kommen jetzt wieder Millionen Barrels. Und das heißt, wir haben ein Überangebot und der Ölpreis erholt sich zwar, nimmt auch aktuell ja eben entsprechend zu, aber die Frage ist, ob das nachhaltig langfristig ist, weil wir immer noch fundamental jetzt ein Überangebot am Öl haben und je mehr Angebot,
desto schwächer der Preis. Das dürfte sich natürlich dann hier durchaus irgendwann jetzt auch mal umkehren technisch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der US-Dollar gegenüber dem kanadischen Dollar hier deutlich einbricht, irgendwo in Richtung 1,10, 1,12. Würde wahrscheinlich nur passieren, wenn der US-Dollar hier entsprechend in die Binsen geht. Also zum Beispiel jetzt hier die US-amerikanische Notenbank sagt, wir machen dieses Jahr keine Leitzinserhöhung mehr. Im Gegenteil, wir spekulieren wieder über eine Senkung und drehen das ganze Zepter um, sodass wir dann vielleicht sogar wieder ein Quantitative Easing 4 starten. Ja? Also wenn sowas kommen würde, dann würde der US-Dollar in sich zusammenbrechen. Die ganzen Spekulationen auf dem starken Dollar wären dann dahin in Sachen Zinshoheit. Aber das, wie gesagt, wilde Spekulation. US-Dollar-Yen, den schauen wir uns nochmal an, weil das gerade im Webinar eine Frage war. Zum Yen. Mega interessant aufgrund des heutigen Ausverkaufs. Ich hätte mir nicht so einen tiefen Rücksetzer vorstellen können. Sie können sich auch hier in die Analyse hier Fahrplan vor dem Event. Also ich hätte mir schon, also Rücksetzer war mir schon guten genehm, sage ich mal. Also ich hätte mir schon vorstellen können, dass wir in Richtung 109 gehen. Aber hier letztlich eine Stabilisierung erfahren. Also Sie sehen, dass wir da jetzt weit weg von sind, von so einer Stabilisierung. Hier die heutige Kerze, einfach nur der Knaller. Mit dieser einen Kerze wurde die bisherige und auch die vorherige Woche komplett ausgelöscht. Also also die Preisentwicklung oder die Erholung seit dem 18.04. ist hier innerhalb eines Tages, innerhalb weniger Stunden komplett relativiert und hier hat eine extreme Kapitalumschichtung stattgefunden. Und wir hatten auch gestern, ich hatte hier gestern die Ehre, beim Tag an den Märkten zu sprechen, hier als kleiner Special Gast, das werde ich übrigens jetzt immer wieder mal machen, die Währungsmärkte da auch covern. Und da ging es eben darum, unter 111,75 bleibt der Bias theoretisch bärisch. Ja? Also ich meine, Münzwurf, ob das jetzt hier ausbricht oder nach unten geht. Letztlich, spekulativ mit kleiner Size, hätte man einen Short nehmen können. Tatsache, das technische Bild unterhalb von 111,75 aufgrund dieses Widerstandsclusters jetzt hier ganz klar bärisch. Und wir sind jetzt hier deutlich unter die 110 eingebrochen, aber, und jetzt kommt's, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bank of Japan hier zulässt, dass der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen deutlich unter die 100, also das zweistellige Niveau kann ich mir beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Also ich vermute, dass es hier in den nächsten Tagen, je tiefer der US-Dollar hier nach unten geht und je stärker der Yen aufwertet, desto mehr wird interveniert werden. Ich glaube ganz sicher, dass innerhalb der nächsten Wochen hier auch die japanische Notenbank nochmal richtig, man sagt ja so schön, mit der Bazooka hier auf den Markt schießen wird. Da wird sicherlich nochmal ein Statement geben, beziehungsweise auch eine aktive Intervention, die dann hier auch wieder auf der Gegenseite, hier die Kerze allein schon vom 22.04., für einen starken Impuls sorgen kann. Also die Trendbewegung ist seit den Hochs hier aus 2015 abwärts. Ist aber nicht von der japanischen Notenbank gewünscht. Es wurde hier immer wieder interveniert, aber der Markt findet hier seinen Weg. Und das ist natürlich die Situation, die wir auch schon, ja, gut, Michi, dass du sagst, wir hatten hier die Situation des Schweizer Frankens. Sie erinnern sich, 15.01. letzten Jahres, ein historischer Tag für die Devisenmärkte. Und genau an diesem Punkt crashte der Markt, weil eben auch Notenbanken hier versucht haben zu intervenieren. Und wie das enden kann, sehen wir zum Beispiel beim US-Dollar Schweizer Franken. Sowas endet übel. Also jetzt mal hier den andere Preis-Action nehmen. Forex, zack. Einen historischen Chart nehmen. Also wenn Notenbanken hier versuchen, irgendwas künstlich am Leben zu halten, dann ist das langfristig durchaus zum Scheitern verurteilt, weil der Markt wird seinen Weg finden. Und der US-Dollar gegenüber dem japanischen Yen, ich hatte es gestern im Video gezeigt, der ist langfristig über die letzten Jahrzehnte immer weiter abgewertet. Ja, und das hat natürlich auch der Notenbank nicht geschmeckt. Und die Intervention seit 2012, 13 im Sinne des Regierungswechsels, die ist jetzt schon relativ gereift. Und es wird aber dran gesetzt, dass es eben weiter nach oben gibt, also die Intervention sich fortsetzen und hier sozusagen Inflation geschürt wird, also massive Inflation durch die Liquiditätsausströme. Und übergeordnet bleibt der US-Dollar in der Abwertungsspirale, der Yen wohl bullisch, so wie wir es jetzt eben erleben seit Mitte 2015. Und dennoch denke ich hier bis, hier haben wir ein schönes Support-Level für alle Positionstrader, ja, also hier bei 105, 106 Yen, wenn der bis dahin gehen sollte, kann ich mir durchaus vorstellen, nach einem kleinen Rebound, hier wird, also oberhalb von 100 Yen wird hier massiv interveniert werden, um eben zu verhindern, dass wir wirklich wieder in den übergeordneten Abwärtstrend abgleiten. Also US-Dollar-Yen, generell alle Yen-Pairs derzeit sehr, sehr spannend. Aber man muss eben auch entweder früh aufstehen oder eben auch hier dann die Ruhe haben, um dann auch hier zum Beispiel Rückläufe zu kaufen, beziehungsweise hier ja, den Markt dahingehend beobachten,
dass man hier nicht unbedingt zu den News reingeht, sondern dann die trendfolgenden Bewegungen antizipiert und dann eben mal drauf schaut, was passiert. Neues Mehrjahrestief hier unterhalb von 107,46, 60 rund vielmehr, wäre hier ein prozyklisches Verkaufssignal mit weiterem Preistiefs in Richtung 105. Das wäre mal hier sozusagen die Prognose. Mal abwarten, was kommt. Ansonsten, wir haben jetzt tatsächlich wahnsinnige 2 Stunden fast umgebracht. Martha, gibt es noch ein Statement von dir? Nein. Sozusagen satt. Ich bin satt. Es tut sich ja auch nicht viel. Heute, das habe ich eigentlich schon erwartet, dass es so ein eher ruhiger Nachmittag, Vormittag werden wird. Also. Wir werden mal sehen, was am Nachmittag da noch passiert. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal die Vormittagssession betreut, wo jetzt wirklich nicht so viel ging. Du hast den WTI vorgestellt. Das britische Pfund hatten wir kurz im Auge. US-Dollar, kanadische Dollar dahingehend, dass wir eine Erholung catchen. Aber das wird wahrscheinlich eh erst dann ab 14 Uhr wieder interessant. Yen interessant, neues Tagestief aktuell. Also hier der Druck enorm weiter in diese Richtung. Ganz, ganz schön crazy, was hier passiert. Also das ist heftig. Ich denke mal, die 400 Punkte werden wir, Pips werden wir heute noch rausnehmen. Dann sind wir auch beim Vorwochentief. Da wird es dann, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Wenn wir da drunter gehen, haben wir ein neues Mehrjahrestief und der Druck hier exorbitant. Also hier eben jetzt einen Einstieg beispielsweise zu finden, ja, möglich, aber der Punkt ist eben, wo hier den Stopp setzen. Der müsste dann hier bei 50 Pips Entfernung liegen, um dann eben mindestens 50 oder 100 Pips auch zu verdienen. Und hier ist eben die Luft doch schon relativ weit raus. Also insofern gebietet sich hier durchaus auch Zurückhaltung. Und jetzt haben wir es im Prinzip knapp geschafft. Ich weiß gar nicht, wie lange, aber wir sind fast 2 Stunden schon hier am Ether. Von daher würde ich jetzt dann, ich werde dann jetzt in Kürze hier auf meinem Desktop und aber auch auf dem JFD Desktop dahingehend verweisen, dass wir ein Stück weit den Markt weiter kommentieren, speziell US-Dollar-Cut, speziell WTI werde ich auch nochmal auf die Pfanne holen. Und dann würde ich sagen, ist die nächste Session dann 14:15 für den US-Markt, für den ganz, ganz wichtigen Input in Sachen Bruttoinlandsprodukt. Ich denke, da kann es sehr, sehr dynamisch werden. Daher sehen wir vielleicht auch noch Bewegungen und mögliche Entry-Chancen. Gerade beim Euro-US-Dollar, der ist bislang 72 Pips gelaufen. Okay, die Range ist hier bei 80, 90 Pips, aber wenn er jetzt noch ein Stück weit zurückkommt, dann haben wir hier Momentum am Nachmittag, was sich durchaus spielen lassen könnte. Und wie gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft, meine lieben Teilnehmer. Es geht hier nicht darum, sekundenschnelle Trades abzufeuern, nur weil das ich sag's jetzt mal so, der Zuschauer erwartet. Es geht vielmehr da ein Stück weit zu transportieren, was wir so machen, wie wir den Markt beobachten. Und das wird sich fortlaufend jetzt eben fortsetzen. Ich werde mit den Tradern einerseits eben ein bisschen über sich selbst sprechen. Das machen wir vielleicht heute Nachmittag auch nochmal. Also sozusagen zur Vorgehensweise nochmal speziell. Und natürlich dann Live-Analyse, Live-Marktcheck, wenn sich was ergibt, dann auch da einen Abschluss getätigt. Aber ansonsten wären wir dann jetzt relativ durch. Wie gesagt, es gibt ein Posting hier an meinem Stream und dann auch nochmal auf dem JFD-Desktop, um Sie da auf dem Laufenden zu halten. Der Bernd, ich habe es gerade weggeklickt, hatte hier gerade sein Live-TV. Ja, also Bernd Senkowski, wie ich auch früher hier immer am Start. Ottmar, wegen Euro Schweizer Franken sehe ich gerade hier die Kerze werde ich jetzt mal checken. Das kann ich mir jetzt fast nicht vorstellen. Schon mal versucht, den MetaTrader 4 zu aktualisieren. Also praktisch im MetaTrader, ich zeige es nochmal kurz hier praktisch, wenn da Kerzen nicht stimmen, rechter Mausklick. Ja, und dann haben wir hier Refresh im Englischen oder aktualisieren im Deutsch. Das mal durchführen, dann aktualisieren sich die Preischarts, wenn es da einen Bug gibt. Ansonsten auf jeden Fall Screenshot und mal den Support anschreiben von JFD. Ich gucke mir das auch gleich dann mal an. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns, wenn Sie mögen, auf jeden Fall am Nachmittag wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie so zahlreich eingeschaltet haben. Hoffe, es war ein Stück weit interessant für Sie. Der Markt hat nicht viel hergegeben, aber wie gesagt, wir können hier auch nur orakeln, ob was kommt. Ganz sicher wissen wir es definitiv nicht. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn Sie am Nachmittag nochmal dabei sind zur nächsten Session. Mal schauen, wo der US-Dollar-Yen dann steht und was wir da vielleicht raus erkoren können an den Märkten. Ich gönne mir jetzt erstmal ein schönes Tässchen Tee, wünsche Ihnen auf jeden Fall eine gute Mittagszeit. Achten Sie mal auf 11 Uhr, da geht noch ein bisschen was in Sachen Time Action, in Sachen EU-News. Ja, da mal drauf geschaut, da kann hier durchaus noch was passieren, 11 Uhr. Da kommt ein ganzes Sammelsurium, 9:55 Uhr haben wir, das habe ich gar nicht beachtet, den Arbeitslosen beim Quatschen überquatscht, aber da gab es auch nicht die großen Marktreaktionen. Sehr, sehr spannend.
ab 14:30 Uhr, wie gesagt, gerade das Bruttoinlandsprodukt. Da könnte ein bisschen was gehen. Schauen wir uns live an, wenn Sie mögen. Dann auf jeden Fall auf bald. Ottmar hat es ausgeführt und ist nun okay. Sehen Sie, ganz einfach. Schneller Tipp hier im Webinar live gemacht mit dem Aktualisieren. Das klappt meistens. Da hat wahrscheinlich einfach der Refresh des Charts nicht so funktioniert. Freut mich, dass es geklappt hat. Ich sage dann erstmal ganz, ganz vielen lieben Dank an die Martha wegen dem Stärkeindex. Martha, da werden wir gleich noch was im Chat transportieren, dass du uns da das Ding nochmal zukommen lässt. Wenn es kostenfrei ist, umso Ja. besser. Das werden wir auf jeden Fall dann im Chat transportieren, beziehungsweise im Stream. Und dann sage ich, wie gesagt, erstmal danke für die Zeit, die du dir genommen hast, trotz dessen, dass du heute die Frühschicht hattest und da am Start warst. Also Hut ab und vielen Dank. Soll sich auch lohnend auswirken. Also da freue ich mich auf jeden Fall, wenn wir weitere Action, wie auch immer geartet, planen. Danke auf jeden Fall für dein Engagement an dieser Stelle. Hut ab und für alle anderen, wir hören uns, wenn Sie mögen, 14:15 Uhr wieder. Der Link, wie gesagt, ist ja dann zugänglich. Meine, entweder kriegen Sie nochmal eine Einladung oder der Link von jetzt an. Muss ich dann direkt im Webinarplaner nochmal checken, aber ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihr Mir auch Dabeisein. auf jeden Fall, Chris. Hey, wie gesagt, mal, das war ein Debüt und wie gesagt, es war eigentlich eine Spontanidee, dich hier einfach sozusagen dazu zu holen als, ja, ich will es mal so sagen, als Schülerin des Rainbows, als jemand, der es eben auch wirklich umgesetzt hat. Und das war eben auch oder ist einfach ein exemplarisches Beispiel dafür, wie man das eben hier umsetzen kann. Deswegen hat es mich da auf jeden Fall gefreut, auch da die Skills kennenzulernen. Und vielleicht reden wir dann heute Nachmittag nach der Action und je nachdem, was Ja, dann ja. nach 14:30, 15 Uhr passiert ist, nochmal ein Stück weit in die Tiefe über das, was man so noch an Gimmicks mitnehmen kann, dass wir eben den Mehrwert auch noch transportieren. Und insofern sage ich jetzt erstmal eine gute Mittagspause an alle. Macht's euch nicht verrückt. Wir hören uns 14:15 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Dabeisein und auf bald. Ciao Sie! Ciao.